meine Freunde der Sonne. Und zwar hat Unge jetzt ein Abschied und Statement hochgeladen und effektiv damit sich verabschiedet anscheinend oder sowas. Auf jeden Fall hat er jetzt nochmal ein Statement gebracht zu der ganzen Thematik. Ich bin sehr gespannt. Ich habe so viel über Unge von hinter den Kulissen gehört und dementsprechend, ich weiß nicht, was er hier noch zu sagen möchte und sagen kann. So. Nichts, was er sagen kann, wird meine Meinung in irgendeiner Weise ins Positive zu seiner Person bewegen können. Dafür habe ich zu viel von Betroffenen bereits gehört und das schon. Also nicht nur die aktuelle Thematik, sondern von echt zu vielen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie er jetzt versucht, sich da rauszureden. Ey, das wird unangenehm. Das wird unangenehm sein, Urgos Vater. Hey Leute, in diesem Video möchte ich gerne Stellung beziehen zu den Was? Was ist das denn? Was soll das denn? Ist das die ganze Zeit so? Will der mich verarschen? Will der mich verarschen? Dann ist seine Wall of Text schon wieder besser. Also was zur Hölle? Also in solchen Thematiken geht es um Glaubwürdigkeit. So. Und ein Text, in den du reininterpretieren kannst, was du möchtest, so, weil der eventuell emotionslos oder vorgeschrieben oder vorbereitet und du dachtest, ist schon mal schwierig und wenig glaubwürdiger, als ein direkt aufgenommenes, emotionales, glaubwürdiges, authentisches Statement. Digga, das ist einfach nur... Bro. Weißt du was? Da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht, so. Mein Stream kann er ja, ne? Heißt, das geht dann mit dem Gesicht in die Kamera und sowas, aber dann das nicht, oder wie? Da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht. Kann er sich wieder nicht zeigen. Seine Sozialphobie kam, nachdem er... Das ist also Wopper. Schnecke! Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Senasa-Bombe. Ehre. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die CSR-Bombe. Vielen, vielen Dank. Danke für deinen Support. Kann sein Gesicht keine Betroffenheit heucheln. Vielleicht kann seine... Ja, genau das ist das, was ich glaube. In dem Fall kann ich mir vorstellen, dass er keine nicht glaubhaft Betroffenheit vorschauspielern kann, vorgaukeln kann. Ich meine, so wie er auf Twitter auf die Anschuldigungen in Bezug zu den Tieren eingegangen ist, so mit, ha, hier nochmal ein Katzenmeme und da nochmal eine Knarre auf Katze, ha, ja... hat er anscheinend Schwierigkeiten, empathisch zu antworten oder Dinge ernst zu nehmen, so. Das wird das hier nochmal unterstreichen. Ich denke, ohne Witz, Alter. Was ist das denn schon wieder, ey? Lord Escape Shield X100. Das Problem ist, dass die dunkle Seite Unge entstellt hat. Mhm. Er spielt ja Urfak die Rolle des Imperators. Also, what the hell, ey. Aber Rachel ist die Empathielose, genau. Dankeschön, Schnecke. Vielen, vielen Dank. Digga, ich krieg hier schon 3 Sekunden und ich habe schon wieder Puls, Alter. Das ist ja so, das ist ja wohl der größte Spuck ins Gesicht von allem Möglichen. Alter, ohne Witz, Stream kann er, WoW-Stream on end, so auch wieder mit Face und sowas, das kriegt er hin. Aber Jesonot, ne? Und ja, auch die Sylt-Witze waren auch okay. Konnte man auch instrumentalisieren für sich, so. Auf Ernst, weil ernstes Thema und sowas, so. Aber dann jetzt ein Statement und ein Abschied, so. Das kriegt er nicht hin auf seriös, auf ernst, so, Digga. John-Herzmut-X100, Cardiopuls im Sitzen. Halt echt. Ich hab ja echt schon wieder einen Leistungssport. In dem Raum stehen. Ich möchte vorab sagen, ich versuche jetzt kein langes Drama-Video draus zu machen. 40 Minuten. Alarm! Alarm! Bravo! Wir lieben euch! Wir sind alles liebe Menschen! Wir lieben uns alle! Oh! Oh! Warum ist ein Statement, wie es auch immer, komplett schlechter Tonqualität haben? So, what the fuck? So große... Ein Julienkos-Video war doch genauso schrecklicher Ton. Ist das jetzt irgendwie gang und gäbe? Annie, der Dax-Qualität war auch katastrophal. Was soll das? Willkommen, Lehrenfrau. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Stream. Wir gucken uns jetzt gerade... das Statement-Video von Ungarn. Und den Abschied. Und ohne Witz, ich habe so starke Schmerzen. Ich habe jetzt schon. Wir sind bei den 12 Sekunden, ersten 12 Sekunden und ich bin jetzt schon am Brechen hier.
Oh! Wie kann man sich so wenig Mühe geben? Ich verstehe das nicht. Es ist eine, aber gut, er verabschiedet sich ja anscheinend auch. Ich möchte alles ehrlich mit euch besprechen und beantworten. Ohne sarkastische Scheiße. Ihr wisst, ich laber viel sarkastische Scheiße und auch auf Twitter habe ich viele Sachen davon sehr sarkastisch und ironisch beantwortet, was auch vielen Leuten natürlich dann sauer aufgeschlagen ist. Kann ich verstehen, weil die natürlich auch ein vernünftiges Statement erwarten. Ich fand viele Sachen aber so übertrieben dargestellt, dass ich es irgendwie nicht anders als mit Humor nehmen konnte im ersten Moment. Und ja, jetzt nochmal alles ganz sachlich und ehrlich und ohne übertriebenes Panzerfaustgelaber. Das ist verabschieden, aber erst nach Schuppertonnen, bitte. Ja, das hat auch Tradition. Er ist 60% geschafft. Was? Echt? So schlimm? Ich habe auf jeden Fall viele Fehler gemacht. Ich habe gelogen. Ich habe mich asozial verhalten. Ja, das ist ein Non-Apology. Wo hast du gelogen? Wo hast du Fehler gemacht? Was hast du falsch gemacht? Das zeigt auf. Kasaya cheered X100. Das zeigt auf, wie ernst er die Vorwürfe nimmt. Ja. Und die gesamte Thematik. So, und wenn das so ist, wie es ist, wo ich glaube, dass es ist, dann macht er den Leroy. Dann macht er einfach den Leroy und zieht sich aus der Thematik raus und macht einen auf den, ja, ich bin ja, ich muss ja eh nicht mehr und tschüss. Verantwortung, was ist da hinten und later. Macht er auch. Ja, natürlich macht er das. Das ist Manchild. Und ich werde in diesem Video auch einige Sachen... Hey, Schatzi. Ich werde in diesem Video auch einige Sachen... Nochmal kurz schnell die Empathiepunkte reinholen für Haustier so. Aber Bruder, Digga, what the... Film dich! Film dich! Es macht mich so wütend, ne? Ansprechen, die von mir absolut nicht korrekt waren. Aber ich möchte auch Sachen ansprechen, die... in die ich so reingezogen werde, beziehungsweise wie ich dargestellt werde, was nicht 100% der Fall ist. Vieles, was gesagt wurde, hat einen wahren Kern, deswegen möchte ich auch nicht irgendwie alles abstreiten oder so. Vieles, was in den Videos gesagt wurde, hat einen wahren Kern. Gib mir jetzt schon Anni-Vibes. So Teilsachen eingestehen, aber auch nicht alles und vor allen Dingen nicht die eigene Verantwortung da drin. Aber halt so, ja, aber ich habe ja auch Fehler gemacht, bloß nicht spezifizieren. So, ich kann das alles nicht. Wie sollen wir das überstehen? Aber vieles ist sehr, sehr stark ausgeschmückt. Ich habe im Vorfeld schon ein Statement auf Twitter abgegeben zu den drei besagten Damen. Und das Statement ist nach wie vor aktuell. Also da hat sich nichts dran geändert. Zu der Rachel-Thematik habe ich mir hier noch ein paar Stichworte gemacht, die ich nochmal separat hier ansprechen möchte. Und danach komme ich zum Vic-Thema. Und alles, was ich in dem ersten Twitter-Statement gesagt habe, wo das so viele Seiten hatte, das ist mein Statement zu den drei weiblichen Personen. Zu Vic. Komplett lackgesoffen. Das Statement war absoluter Bullshit. Das war unhaltbar. Er hat null Beweise geliefert, null, nicht mal kohärente Gedanken hat er ausgeführt, so. Und dann steht da trotzdem zu. Kommt das in diesem Video zum ersten Mal? Und zu Rachel gibt es eine Ergänzung, weil sie ja auch nochmal ein Video gemacht hat, was auch nochmal ausführlicher war und wo viele Sachen nochmal angesprochen wurden, mit denen ich nicht gerechnet habe. Also. Mit denen er nicht gerechnet hat, aber er hat ihr ja eine Nachricht geschrieben, dass er genau weiß, dass sie, was in ihrem Video vorkommt. Und er hat ja sehr speziell auch auf einzelne Teile im Video vorweg geantwortet. Gut. Ich habe jetzt einfach hier mal so ein paar Punkte rausgesucht und ich werde die einfach jetzt nach und nach beantworten. Also, ich habe rassistische Jokes über meine Freunde vor anderen Leuten gemacht. Wurde unter anderem behauptet. Sowas wie, ja Leute, wisst ihr, wo ich sie kennengelernt habe? Thailand-Katalog, 20 Euro, sowas. Stimmt, ist genauso passiert. Ja, Schmutz. Nur, was der Unterschied zu dem war, wie es im Video dargestellt wurde, zu der Zeit hat meine damalige Freundin selber mitgelacht und hat das alles mit Humor genommen und und dann ist ihre Aussage dazu, irgendwann hat sie es dann halt nicht mehr mit Humor genommen, hat sich darauf angesprochen, dann war so, oh, du Schatz. Hast du dann wie reagiert, wie halt ein Kunibert da reagiert. Egon Kunibert vom Stammtisch, so, ja, komm, wenn wir das sagen dürfen, also, da, die jungen Leute verstehen gar keinen Spaß, da kannst du im Schwarzen ja gar nicht mehr ins Gesicht sagen, dass er... Das war die Reaktion. So.
Oh, da hat mir Spaß gemacht, ich hab ein kleines Spielchen auf deinen Nacken gemacht, komm, ich schläge an, so. Nachdem sie gesagt hat, ey, ich finde das nicht mehr lustig mäßig. So. Manchmal, ja, manchmal, man lacht auch manchmal als Coping-Mechanismus, ja! So, manchmal lacht man auch einfach, weil es super unangenehm ist und man die Situation nicht eskalieren möchte. Zu keinem Zeitpunkt irgendwie mir deutlich gemacht, dass es irgendwie grenzüberschreitend war, whatever. John unterstrich Herzmut cheered X100. Es war ihr stets unangenehm, sagte sie auch selbst. Unge kann nicht unterscheiden, ob jemand aus Peinlichkeit lacht oder weil es wirklich lustig ist. Ja, oder es ist ihm einfach egal. Aber die Argumentation ist, ja, sie ist doch, ist ihre eigene Schuld, dass er rassistische Jokes macht und sie und nicht checkt, dass sie das nicht lustig findet. Digga, sie sagt, sie hat es angesprochen, die haben deswegen argumentiert, haben einen kleinen Streit gehabt, so, und hat er das abgetan, also alles ja nur ein Scherz, und er sagt, nö, sie hat niemals irgendwas gesagt. Wem glaube ich in so einer Thematik jetzt? Die eine Person, die sich selber die Eichel krault, online mit einem zweiten Account und am sich selbst verteidigen ist, anonym? Oder die andere Person, die gar nichts zu gewinnen hat, alles zu verlieren hat, keine Plattform, keine Community hat, die ihm den Rücken deckt und keine parasoziale Beziehung, die in irgendeiner Weise auf Quelle Vertrauen mir reinspringt. So. Wem glaube ich in der Thematik? Die unbekannte Frau? Oder der Dude, der mit zweiter Account andere Leute frontet, beleidigt oder sich selbst verteidigt, weil er nicht selber wahrgenommen werden möchte als jemand, der sich selbst verteidigt auf Ernst. So. Wem glaube ich da bloß? Also Glaubwürdigkeit. Ich erinnere mich an der Stelle auch an die Thematik, ne? Mister, ja, aber Carina und Arporette, die haben ja beide gute Argumente. Also ich weiß nicht, wer da recht haben könnte. Die haben ja beide gute Argumente. So, wem glaube ich da wohl am besten, ne? Und korrekt ist es nicht. Nee, möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt gut reden. Hast du aber gerade gemacht, er ist relativiert. Er hat es gemacht. Seine Ausrede war, ja, aber sie hat ja nichts gesagt. Das macht es doch nicht korrekter. John unterstrich Herzmut cheered X100. Wahrscheinlich wird Unge noch bei Domian anrufen und ihm gestehen, sich mit einem Zweitaccount selbst zu befriedigen, Kappa. Macht er ja effektiv. Das war ja nur Dickriding, was er da gemacht hat. Ganz ehrlich, mit seinem Zweitaccount. Also... Rachel ist keine Thailänderin, sondern halb russisch, halb äthiopisch. Und das macht's sogar nur noch offensiver. Das macht's doch nur noch offensiver. Die Ausländerin, die sieht alle gleich aus, so. Diese Thailänderin, so. Digga, die. Bro, das macht's doch nur noch schlimmer. Findest sie bestimmt umso lustiger, wenn er ihre Ethnie absichtlich falsch joked, so. Haha, hihi, bin eigentlich. Bro, das macht's sogar noch schlimmer, ey. Äthiopierin. Also afrikanisch-russische Wurzeln, ganz wild. So. Das macht's noch, es macht's sogar noch schlimmer. Also what the fuck? Das ist so wie, jemand ist türkisch so und ich mache einen Joke so, haha, der kommt aus Alaska, der auf Alaska, was weiß ich, wie man das, ne? So, Bro, nein, das, also hä? Ja, man, er weiß ja, wie das gemeint ist und er lacht ja auch, haha, so, das ist doch scheiße, lass ihn in Ruhe. So, warum Jokes mit seiner Herkunft, seiner Ethnie oder sowas zu machen, wenn, vor allem wenn es nicht zutrifft, so. Also, das ist so merkwürdig, Alter, das ist so merkwürdig. Ich check nicht. Wirklich nicht, ja. Und, warum ich solche Sprüche gemacht habe, also sie hat einen äthiopischen Vater und eine russische Mutter, warum ich solche Sprüche gemacht habe, keine Ahnung, das ist irgendwie mein dummer Humor, so. Ah, okay. Ja, denn. Und ja, es ist genauso passiert. Also nur der Unterschied dabei ist, dass es damals halt alles noch mit Humor aufgefasst wurde. Und hätte sie angesprochen, bitte sag das nicht mehr, ich fühle mich unwohl damit, dann hätte ich es auch getan. Aber das ist nicht zum... Wem glaube ich da wohl jetzt? Also die Person, die sich von seinem Humor diskriminiert hat, öffentlich das gesagt hat und die Person, die das zugibt, dass sie es gesagt hat, die es zugibt, Glaubwürdigkeit sehr fragwürdig ist, und generell gar nicht so kritikfähig ist und auch überhaupt gar keinen Bock auf Verantwortung hat. So, aber interessanten Humor hast du da. Sehr interessanten Humor. Dein halbschwarzer Bruder findet diese Art von rassistischem Humor bestimmt auch sehr lustig. Zum Gespräch gekommen. Klar, man könnte jetzt sagen, ich bin absolut nicht einfühlsam gewesen. Ja. Und hätte es von alleine merken müssen. Hätte ich. Ist ein Fehler. Gut. Also ja. Kann ich nicht abstreiten. Das ist kein Humor, nee. Passiert.
Das hätte sein Statement sein müssen. Ich bin nicht einfühlsam, ich hab's nicht gecheckt. Und ich, oh, sie hat aber nie was gesagt. Das muss sie nicht. Wenn er sie als Thailänderin darstellt vor fremden Leuten und sie ist aber eigentlich Russin halb Äthiopier. Digga, war, also. Ach, der war mal Erzieher. Oh, mal gut, der ist ausgewandert, ey. Wäre ja schon gruselig, wenn der mit der Art von Humor und der Art von Sensibilität gegenüber solchen Themen Kinder erziehen will. ABK hat ja immer gesagt, dass Ungen einen ganz schlimmen Humor hat hinter der Kamera. Nice. Nice. Aber nach außen halt den Good Guy machen, so cool. Hammer cool. Ich sag, dass ich die Katze von meiner Freundin damals sehr schlecht behandelt hatte, dass die Katze auch panische Angst hatte. Und zu dem Thema, da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Ich versuche es kurz zu halten. Damals, als Rachel nach Madeira gezogen ist, hatte sie nicht ihre Katze dabei. Also erstmal ist sie einen Monat zu Besuch gewesen. Dann waren wir am Anfang total verliebt. Und natürlich hat sie auch in ihrem Video gesagt, ich wollte, dass sie so schnell wie möglich herkommt. Ja klar, also ich wollte, dass sie so schnell wie möglich zu mir zieht oder dass wir halt zusammenziehen. Und weil ich gerne bei ihr sein wollte, ne? Also das ist ja auch, erstmal macht das ja Sinn. In der Zeit, wo sie nicht zu Hause war, also nicht in Berlin, bei ihrem, in ihrem Zimmer, wo sie hat mit ihrer Mutter da zusammen gewohnt, hat sie ihre Katze halt bei ihrer Mutter erstmal gelassen und der Plan war, dass sie dann irgendwann nachkommt. Und die Katze hatte damals schon bei ihr zu Hause panische Angst vor ihrer Mutter, weil die Mutter irgendwie im Staubsauger da irgendwie die Katze da belästigt hat. Und also die Katze ist generell sehr, sehr scheu, wie Rachel auch in dem Video gesagt hat. Und was ich auf jeden Fall Rachel zugutehalten muss, ist, Rachel hat sich wirklich um die Katze sehr, sehr gut gekümmert. Also Rachel ist ein wirklich tierlieber Mensch, zumindest was ihre Katze angeht. Und sie hat... Okay. Interessante Wortwahl da. Von dem, also tierlieber Mensch, zumindest wenn es ihre Katze angeht. Interessante Wortwahl, wenn es um jemanden geht, der in der Kritik steht, die besagte Katze schrecklich behandelt zu haben und die öffentliche Wahrnehmung genießt, ein sehr tierlieber Mensch zu sein. So. Sehr interessante Wortwahl an der Stelle. Kompromisse kennt er, glaube ich, nicht, ne. Hat da auch nie irgendwie ihre Katze schlecht behandelt oder so. Sie hat immer ihre Katze respektvoll behandelt. So nie irgendwas geforst, die Katze hochgenommen, wenn sie es nicht wollte oder irgendwas, sondern einfach. Ja, Dicker. Sondern einfach die Katze gut behandelt, ne? Das muss ich ihr gut zureden. Also, das muss ich ihr anerkennen, so, weil sie hat ihre Katze wirklich sehr korrekt. Es geht behandelt. Nicht darum, was sie tut. Es geht nicht darum, ihr Verhalten zu bewerten. Oder zu kommentieren. Und ihren Umgang mit ihrer Katze zu dokumentieren. Überhaupt nicht. Das ist völlige Ablenkung. So wie sich das auch gehört. So wie man halt Katzen auch behandelt, ne? Das hat niemand... Er steht in Frage, Katzen nicht artgerecht behandelt... Die Katze spezifisch nicht artgerecht behandelt zu haben. Nicht sie! Wieso lenkt er jetzt von sich auf sie ab? Also, das macht überhaupt keinen Sinn. An Anni. Dann die emotionale Manipulation ist schon schwierig mit dem Hund, ne? Dass der Hund immer mal wieder durchs Bild läuft, dass er das Tier filmen kann, den Hund in dem Fall, und immer wieder suggeriert, guck mal, wie tierlieb ich doch bin. Aber es hier explizit um wirklich üble Anschuldigungen in Bezug zu Katzen, also auch Tieren geht, so, und dabei zeigt er nicht sein Gesicht, spricht nicht meiner Meinung nach authentisch. So, Digga, das ist ohne Witz, das ist, ich finde das alles so, so schwierig. Ich finde nochmal, wer auffällig, dass sowohl Unge als auch Anni ihre Sozialphobien teilweise als Verteidigung für ihre fragwürdigen Verhalten verwenden. Ja! Damit spuckt man jeder Person mit übler Sozialphobie, ich will jetzt nicht sagen, dass sie keine haben, aber mit übler Sozialphobie ins Gesicht. So. Weil das ist keine Verteidigung. Genau wie jede andere mentale Erkrankung oder Belastung keine Verteidigung ist. Das ist ein Grund, ja, aber keine Verteidigung. Vor allem auch keine Rechtfertigung. So. Das sind erwachsene Menschen. Und es kann keine Verteidigung sein, nee, du darfst nicht ins Ausland zurückfliegen, deine Familie sehen, weil ich gehe ja auch nicht weg und nach Deutschland mit dir zusammengehen kann ich nicht, weil da fühle ich mich, weil Sozialphobie. Das ist keine Verteidigung, das ist kein Grund. Das geht überhaupt nicht, Alter. Waren Ung und Anni nicht mal befreundet? Ja, ich glaube schon, dass sie mal miteinander gut waren, ey. War die Katze eine Zeit lang bei ihrer Schwester. Ihre Schwester wohnt nicht in Berlin, sondern in einer anderen Stadt. Und da hatte die Katze auch panische Angst. Die Katze war unter der Couch den ganzen Tag versteckt.
Ihre Schwester hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Beziehung, oder vielleicht hat sie es immer noch, keine Ahnung, ich kenne mich nicht mehr mit der Familie so aus. Und die Katze hat auch... Sass. Die waren ja zusammen. Wie lange waren die zusammen? Mehr als ein Jahr? Zwei Jahre? Sollte man die Familie kennen. Sass. Aber sie juckt auch keinen. Angst, das ist vor dem Freund ihrer Schwester. Und mir wurde damals gesagt, ja, sie hat generell, also die Katze hat generell Angst vor Männern, weil damals hatte Rachels Mutter einen Freund und der Freund kam besoffen nach Hause und hat die Katze getreten und auch so mäßig weggetreten. Also ist der Freund der Mutter schuld, dass er mit der Katze nicht um kann? Die Katze hatte Angst wegen dem Freund der Mutter und nicht, weil eine Katze generell Angst vor Männern hat wegen dem Freund der Mutter und nicht. Und die Katze generell, ja, die Katze ist schuld. Er macht die Annie-Verteidigung, die Katze ist schuld. Dass er sie scheiße behandelt hat. Und war richtig aggressiv zur Katze so. Und die Katze hat halt übelst Angst vor anderen Leuten, außer vor Rachel. Und, schon, das ist auch schon... Generell. Ist, ne, auch schon hart, dass er da die Familiensituation einfach so raushaut, weil das ist überhaupt nicht relevant für die Thematik. Das ist schon ziemlich übel. Also, ich will jetzt nicht da zu tief in das Familienleben rein. Ja, aber hast du. Rachel rein. Gretchen, was sie mir auch alles über ihre Mutter erzählt hat und so, ja, da gibt es viele Sachen zu erzählen, wo sie so viele Sachen über mein Privatleben ausgepackt hat. Ich könnte... Heult, weil Privatnachrichten veröffentlicht werden, aber er liegt Alkoholprobleme des Freunds der Mutter. So. Das dann wieder okay, weil ungemacht das halt. Das darf man dann. Das ist okay. So, aber Privatverläufe veröffentlichen so von ihm, das geht nicht. So, in 42 Minuten redet er jetzt in 2 Minuten oder sowas von der Familiensituation von seiner Ex, um zu verteidigen, dass er ja eigentlich und die Katze ist ja auch eigentlich schuld. So. Oder? Einiges erzählen, aber es macht keinen Sinn. Ich möchte Rachel nicht mehr schaden oder irgendwas. Ich möchte niemanden schaden. Ich möchte einfach nur meinen Frieden und ich hoffe, dass auch Rachel einfach ein gutes Leben führt und hoffe, dass alle einfach happy sind. So. Aber auf jeden Fall ging damals bei ihrer Familie schon einiges ab mit der Katze. So, nur das als Vorgeschichte. Die Katze schuld. Die Katze ist dann irgendwann bei uns eingezogen und hatte auch Angst vor mir. Logischerweise, also sie hatte Angst vor vielen Menschen, auch halt eben überwiegend vor Männern. Relativierungsversuch. Und ich bin jetzt nicht auch unbedingt der kleinste Mann, ich bin ziemlich groß. Und manchmal trampel ich auch. Ich bin ein kleines Trampeltier. Und die Katze hat oft gefaucht. Also die hat mich wirklich... Eine Verniedlichung effektiv, ne, dieses, ich bin ja auch ein kleines Trampeltier, so. Digga, es geht darum, dass du die Katze schrecklich behandelt haben soll, dass die in die Klinik musste, so. Bro, ist mir völlig egal, wie groß du bist und ob du trampelst. Es gibt auch Menschen, die sind 2 Meter groß und gehen mit Katzen trotzdem gut um. Es gibt auch tollpatschige Menschen, die 3 oder 4 Meter groß sind. Nein, es gibt nicht so große Menschen. Aber nur weil du groß bist und tollpatschig bist, heißt das nicht, dass du mit Katzen schlecht umgehst. Oder dass es eine Ausrede ist. Aber das sind so diese vorgeschobenen Argumente. Ja, aber ich bin ein kleines Trampeltier. Damit du keine Verantwortung für dein Verhalten einnehmen musst. So, ich bin ja so tollpatschig. So. Das Tier hat sich ja verletzt. So, aber passiert mir. Ich kann ja nicht. Ich bin ja so geboren. Ich kann nichts dafür. So, Bro. Nicht mal, wenn es um sowas, solche Kleinigkeiten geht, ist er hier in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Oft angefaucht ist einfach die Rat. Und am Anfang habe ich sie auch nicht übel genommen. Manchmal habe ich das so ein bisschen... traurig gemacht, weil ich mir dachte so, schade, ich würde der Katze gerne so zeigen, dass ich ganz lieb bin. So. Und ist der Freund der Mutter auch auf der Bandera gewesen, um den Hocker und Koffer zu werfen? Ich glaube. Das habe ich auch Rachel erklärt und habe mit ihr darüber gesprochen und im Nachhinein hat Rachel das so dargestellt, als ob ich irgendwie erwarte von der Katze Dankbarkeit, also dass ich von der Katze Dankbarkeit erwarte. Ja. So nach dem Motto, warum ist die Katze so undankbar? Ich zahle ja alles und so. Das habe ich so nicht gesagt. Und das ist. Aber so kam es rüber. Sehr wahrscheinlich. Der erste Punkt, wo ich sagen muss, das ist so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe mir gewünscht, dass. Der Kontext stimmte nicht, wa? Der Kontext. Das Tier merkt doch, ob es einem leid tut oder nicht. Tiere merken auf jeden Fall, ob du eine latente Bedrohung für sie bist oder nicht. Das nennt sich Überlebensinstinkte. Und er ist so, nee, also, ich hab versucht, mit dieser Katze mich zu vertragen, so. Digga, die Katze hatte gar keinen Bock auf dich, weil sie gemerkt hat, dass du nicht gut für sie bist, so. Und das ist nicht, weil sie deine Ex-Freundin dich irgendwie hier falsch darstellen möchte. Das Tier merkt, Digga, ich hab gar keinen Bock auf dich, du bist Bad News. Und er so, ja, sie stellt mich hier falsch dar. So, nein, du kannst Katzen nicht verarschen. Die merkt, wenn du
Bad News bis merken die. Katze so mich irgendwo als Menschen in ihrem Umfeld anerkennt, na klar, weil ich möchte natürlich auch in Harmonie mit der Katze zusammenleben, klar. Aber so wie es dargestellt wurde, ist es nicht gewesen. Ich lebe hier auf dem Hof mit 9 Katzen zusammen und ich kann euch auch gleich ein Video aufnehmen, wo ich zu den Katzen gehe. Keine von diesen Katzen wird vor mir weglaufen. Ich habe noch nie eine Katze gequält, geschlagen, getreten oder irgendwas. Man hat doch in den Chat-Nachrichten gesehen, wie Unge ständig wollte, dass Katzen es endlich lernt. Na, dass es endlich lernt und Konsequenzen geben muss und solche Geschichten. So, nee, der wollte nur friedlich mit dem Tier zusammenleben und Harmonie wollte der. Er wollte das Tier halt, ne? Wir können, Ladies and Gentlemen, wir sehen hier gerade einen, effektiv, wie jemand sich die Welt versucht, ne? Wie, zu machen, wie sie einem gefällt und Gaslighting seinen Urgroßvater. Also, wirklich, Alter. Harmonie getan, on his terms. Dass die Katze sich unwohl fühlt. Außer, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was stimmt, ich habe mit Rachel oft Streit gehabt. Wir haben uns auch angeschrien. Mhm. Und das tut mir auch im Nachhinein super leid. So, das ist absolut scheiße, sich anzuschreien. Also, das ist auch eine Sache, weshalb ich in Therapie war. Ich war nach der Beziehung mit Rachel in Therapie. Allerdings nicht so lange, wie es, sagen wir, nötig gewesen wäre. Deswegen möchte ich auch gerne in Zukunft nochmal eine Therapie angehen. Und solange das nicht durch ist, werde ich mich auch aus dem Internet weitgehend raushalten. Und mich dann erstmal wieder melden, wenn das alles durch ist. Weil ich weiß, dass ich auch Probleme habe und ich habe auch einen Knacks und ich habe auch, also diese ganze Influencer-Welt über mehr als 10 Jahre. Die anderen sind schuld. Die sind alle ein Problem. Er ist nicht der Einzige. Die haben alle nicht gut getan. Wieder Selbsttherapie, wahrscheinlich. Mit ordentlich viel Luck. Ohne Witz. Er war kurz davor einzugestehen, dass er ein Problem hat, dass das Problem bei ihm liegt. So war er kurz davor. Aber jetzt, ne, die Influencer-Szene und ist ja schon so lange dabei und das macht ja was mit dir. Und dass er halt schon, also, Digga. Auf jeden Fall auch was an mir gemacht, so. Will mich jetzt nicht als Opfer darstellen, aber nicht? Das ist schon... Nicht? Es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, so. Ich bin auch nicht psychisch der stabilste Mensch, so. Und diese Katze... hat halt oft den Streit miterlebt, weil wir haben in einem Container gewohnt, der Container steht da hinten, das ist dieser, warte mal, wo haben wir hier die Kamera, das ist dieser Container da wohnt mein Bruder jetzt drin, mein Kleiner, und der Container ist nicht besonders groß, 36 Quadratmeter, und da haben wir zu zweit drin gewohnt, und als noch hier eine Baustelle war. Das ist alles Ablenkung. Das ist alles Ablenkung. Das juckt alles überhaupt nicht. Er geht auf keine Punkte ein. Keine anderen Wohnmöglichkeiten, blablabla. Und ich habe die Katze mal rausgesetzt, ja, hier in einem sicheren Umfeld. Also da sind noch Treppen vorm Container und so einen sicheren Space. Ich habe die Katze rausgesetzt. Ich habe sie auch einmal im Streit rausgescheucht. Und ich habe in der Gegenwart der Katze halt geschrien, weil ich in dem... Was mit dem Gegenstände werfen? Locker, einen Koffer oder was auch immer alles? Also ich vertraue da ihrer Katze und nicht ihm. Ja, Katze ist da auf jeden Fall glaubwürdiger. Kommt der in dem Statement auch zum Punkt? Nö, er hat sich Notizen gemacht, was er ansprechen möchte, hat das Handy angemacht und hat dann auch drauf losgeredet. Rausgescheucht? Warum klingt das für mich so verharmlost? Weil das aktiv verharmlost ist. Mich zum Streiten, also im Streit mich zum Schreien halt eben. Bring das ab und ist ja meine Schuld. So, ich habe geschrien, es war scheiße so. Und das war das, was ich mit der Katze gemacht habe. Mhm. Ich habe vielleicht mein Bett gelegen und meine Socken irgendwie aus dem Bett geworfen und. Es ist kein Koffer mehr und auch kein Stuhl, es waren Socken. Ah, okay. Und keine Ahnung, Rachel sagt, wirf das nicht zur Katze, dann fühlt dich bedroht oder solche Sachen, ja. Aber so, wie es dargestellt wurde, ist es nicht. Also so krank, wie es da dargestellt wurde, ist es. Es ist genauso wie bei Annie's Statement. Das habe ich nie gemacht. Wenn ich es gemacht habe, dann war es nicht so schlimm. Und wenn es schlimm war, dann stellst du dich an oder dann warst du selber schuld. Oder? Es ist genau dasselbe. Jeder einzelne Punkt. Nö, gar nicht so. Falsch dargestellt. Eigentlich bist du selber schuld. Ja, aber da stellst du dir an und rein interpretiert. Bro. Und das sind jetzt schon 10 Minuten von 40, wo es um nichts... Das ist, also
ist es nicht. Ich habe keinen Koffer nach der Katze geworfen. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Streit irgendwie mal, dass ich mal irgendwie gegen den Koffer gerannt bin, weil das halt eng in diesem Container ist und dass es dann so dargestellt wurde, dass ihre Schwester geschrieben hat, er hat mit dem Koffer nach der Katze geworfen und dass es im Nachhinein so ausgelegt wird, als wäre es die Realität. Ist es meiner Meinung nach nicht. Aber also in seiner Fantasie ist das vorstellbar, dass er im Streit gegen einen Koffer rennt, der Koffer fliegt dann in die Richtung der Katze und seine und ihre Schwester, diese böswillige Furie, diese gemeine, wilde, ne, geifernde Furie, ganz gefährliche Frau, die macht dann daraus, er ist gegen den Koffer gelaufen, er hat den Koffer auf sie geworfen und deswegen denkt Rachel, dass Unge den Koffer auf die Katze geworfen hat und daraus hat dann Rachel gemacht, Unge wirft Koffer auf Katzen. Okay. Pretty nice reality warping skills, my bro. What the hell? Also, der Bruder einfach mal sich neue Erinnerungen reingepflanzt, so. Antigravitationskoffer am Start, halt, anscheinend. Also, was ein Fiebertraum, Alter. Aber ich möchte auch nicht ihre Realität absprechen, weil man erlebt ja auch Dinge anders. So, manche Dinge erlebt man ja auch Realität ist ja bekanntermaßen subjektiv. Und für den einen existiert Gravitation und für den anderen Menschen halt nur assoziativ. Ne? Und Koffer halt so. War ja auch im Garfield-Film. Emotionalen Situation anders. Ich weiß nur, für mich persönlich, ich habe nichts gemacht. Was New Donation vom Iposhi Ungiseduk hat das nie gemacht und wenn doch, war es nicht so gemeint und ihr habt sowas. Es alle nur falsch verstanden. Er ist hier das eigentliche Opfer der Hetzkampagne 1. So ist das eigentlich gewesen, ne? Vielen Dank für die 1. Genau so war das eigentlich. Eigentlich sind alle nur böse Gemeine und wollen ihn nur. Eigentlich hat er nie irgendwas falsch gemacht. Oder nur ein bisschen. Und wenn ja, auch gar nicht absichtlich. Und wenn absichtlich, dann gar nicht so schlimm. Es ist halt eine Shitshow vom Herrn, ist das. Ich habe so starke Schmerzen. Ich habe trotzdem Dinge getan, wo ich denke, hätte nicht sein müssen, dass ich die Katze vor die Tür gesetzt habe. In dem Streit, weil ich mir dachte, es ist besser, die Katze jetzt vor die Tür zu setzen, bevor wir vor der Katze schreien oder irgendwie sowas. Warum haben wir überhaupt geschrien? Warum schützen? Schreit man im Streit? So hat das so, weißt du, was ich meine? Ich bin in der Öffentlichkeit und da wird jede Kleinigkeit so auf die Goldwaage gelegt. Und wer von euch schon mal eine Beziehung geführt hat, der weiß, wie schnell man emotional auch mal hochkochen kann und wie viel man... Er ist Choleriker, ne? Müsst ihr euch vor Augen halten. Er ist Choleriker. Er tut jetzt so, als wäre es ganz normal, mal zu streiten und dann zu schreien. So. Er ist Choleriker. Der ist schon in Streams und in freundlichen Spielrunden komplett eskaliert. Einfach nur, weil es nicht nach seiner Meinung ging, so. Der Kerl hat sich überhaupt nicht im Griff, wenn es um Wut geht. Gar nicht. Voneinander preisgibt und wie viel man sich auch angreifbar macht und verletzlich macht. Aber ja, das zur Katze. Ich habe keine... John_Herzmut_X100 ersetzt lieber die Katze vor die Tür, die keine Draußenkatze ist. Statt seine Stimme zu dämpfen und sich zu beherrschen. Ja, warum auch, ne? Wieso, warum Kompromiss bei sich selber suchen? So, macht ja gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Oder den Raum verlassen. Oder rausgehen und draußen schreien, so. Also, und ja, das ist auch ganz normal, dass man sich einfach regelmäßig laut anschreit, so. Ich meine, das ist ganz normal. Wer kennt es nicht? Da ist man ein wenig wütend, ne, versucht die Katze... Ja, nee, ganz entspannt. Das war... Er hat die Katze genommen, die nicht hochgenommen werden will und deswegen beißt, hat sie rausgesetzt, ganz ruhig und gesammelt und empathisch und zärtlich und dann ist er explodiert und hat rumgeschrien. Camobratschiert X100, WTF. Ich lebe seit 30 Jahren in einer Beziehung. Wir schreien nicht und unsere Katzen sind nicht traumatisiert. Ist also nichts Beziehungstypisches, zu schreien oder Katzen zu quälen. Also, was ein Bar. Ja, for real, also, keine Ahnung, meine Eltern sind jetzt, ich glaube, die haben jetzt 30, 40 Jahre Hochzeitstag? 40 Jahre, glaube ich, sogar schon. Ja, 25, 30, 30, glaube ich, 30 Jahre haben die jetzt nächsten Monat. Und, die hatten immer Katzen, immer. Und die haben sich auch mal gestritten oder sowas so, aber halt nie zu dem Maße, dass die Katzen traumatisiert wurden oder Katzendepressionen entwickelt haben und in die Klinik mussten, weil die halbe Panikattacke entwickeln. So, das, bro. Also, und ich habe da zu Hause gewohnt. Und meine Impulsivität ist legendär. Ich habe auf jeden Fall so viel rumgeschrien, als ich jung war. X100, bitte kurz in deine Whisper-Nachrichten schauen. Junge,
So, also, was zur Hölle? Was zur Hölle? Was ist das für eine epische Relativierung? Vielen Dank für die 100 Bits. Beworfen, gequält oder irgendwas. Es gab keine körperliche Gewalt. Vielleicht hat in ihrem Video gesagt, dass sie da noch nicht drüber sprechen möchte und dass es auch vielleicht körperliche Gewalt gab. Es gab keine körperliche Gewalt. Und das möchte ich mir auch nicht eben so andichten lassen. Es gab keine körperliche Gewalt. Nur psychisch also. Es war irgendwie aber eine toxische Beziehung von beiden Seiten. Und das finde ich eine wilde Relativierung. Inwiefern hat er jetzt aufgezeigt, dass sie toxisch ist? Inwiefern? Nur weil sie dabei war oder was? Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt super unschuldig bin. Ich habe, wie gesagt, ich habe geschrien, ich war laut, ich war ein unangenehmer Beziehungspartner. Also ich war einfach kein guter Beziehungspartner. Und Rachel hat auch gesagt, sie hätte nie behauptet, dass ich nicht genug wäre. Das hat sie tatsächlich gesagt. Aber sie behauptet in ihrem Video, dass es nicht so war. Ist okay. Digga, wenn du deine Partnerin ewig anschreist, dann bist du nicht genug. Wenn du die andauernd anschreist und andauernd explodierst, dann bist du nicht genug. Und jeder, der sagt, oh, du bist voll okay und voll genug, wenn du so bist, wie du bist, dann hast du Lack gesoffen. Was ist denn los mit dir? Und das sagt dir ein anderer fucking Choleriker. Digga, du hast deine verdammten Partner nicht anzuschreien. Wenn man sich in der Beziehung nicht im Griff hat, dann sollte man Single bleiben. Einer der Gründe, warum ich Single bin. Digga, also was zur Hölle? Du kannst doch nicht behaupten, ja, ich hab andauernd rumgeschrien, so laut, dass die Katze verstört war, aber ich war auf jeden Fall nicht schlimm. Und sie war ja auch toxisch. Und Schlimmeres habe ich bestimmt nicht. Bro, du bist Choleriker. Und du hast das mit jeder Silbe bewiesen. Und die Chatverläufe, die gezeigt und gesehen wurden, so, da steht nicht auch voll empathisch und einfühlsamer. Und sie war voll toxisch oder sowas. Er war nicht John genug. John_HartmutCheertX100, sie zieht zu dem Mann, den sie liebt, auf eine einsame Insel und gibt alles auf inklusive fast schon ihre Katze, aber es ist eine toxische Beziehung von beiden Seiten. Ja, das ist klar, Brudi. Wollte gerade sagen, das ist wie Donald Trump, der nach diesen Aufständen in Charlottesville, wo die Neonazis aufmarschiert sind und gegen damals die Antifa aufgehalten haben, wo doch sogar Menschen gestorben sind, so, und Donald Trump, oh, es gab fine people of both sides. So, das ist der. Beide waren problematisch. Bro, die einen haben dafür appelliert, dass man Menschen tötet und die anderen waren so, nee, man sollte Menschen nicht töten. Finden wir nicht cool, dass ihr wollt, dass man Menschen tötet. They are found people on both sides. Bro. Und er, beide waren problematisch. Ich habe regelmäßig rumgeschrien, habe meine Freundin relativ zu... Ich bin ein wilder Krieger. Vielen Dank für den Prime-Sub. Habe meine Freundin relativ früh in der Beziehung dazu versucht zu überreden, hier zu mir auf die Insel zu kommen, alles zurückzulassen. Wollte nicht, dass sie zurück nach Deutschland fährt, so ihre Familie besucht. Fand ihre Schwester kacke. Hab effektiv auch nicht zugelassen und fand es nicht cool, wenn sie andere soziale Kontakte außer ihrer seiner eigenen kleinen Sekte pflegt. So. Aber ja, beide waren völlig, völlig toxisch. Nur irgendwie versäumt einer von beiden, der die sagt, beide sind toxisch, die ganze Zeit aufzuzeigen, wo die andere Fraktion dann toxisch war. Bro, wen will er denn hier verarschen? Ehrlich. Also ich weiß ja, ne, was ich da erfahren habe. Ja, ich war auch emotional abhängig in dieser Beziehung. Ich habe ja auch danach Fotos geschickt, wo ich im Bett lag und geheult habe. Er war der emotional Abhängige. Der? Wie kann man sich so hart in die Opferrolle ver... Digga, er ist der Millionär, der auf einer Insel mit seiner gesamten Familie sitzt, die alle in seinem Projekt eingebunden sind, der eine fremde Frau kennenlernt, eine Zuschauerin kennenlernt, ihn zu sich in seine kleine sektenartige Höhle reinzieht, so, aber er ist der emotional Abhängige, der alle Menschen an sich finanziell abhängig macht, so, weil er ja derjenige ist, der dieses ganze Projekt und so halt federführend ist. Aber er ist derjenige, der emotional abhängig ist. Vor allem, weil er ja auch geweint hat. So, ja, alles klar. Ich habe auch mal geweint. Das macht mich dann plötzlich gar nicht mehr toxisch in Beziehung oder wie. In dem Fall geht beides. Reiche weiße Menschen auf der Insel. Ich habe so starke Schmerzen. Privilegiert sein Urgroßvater einfach, ey.
Trainer um Kopfkissen und sehr viele super private Dinge, die in die Öffentlichkeit gezogen worden sind. Was nicht schön ist, aber... Ne? So wie zum Beispiel die Alkoholkrankheit von dem Freund ihrer Mutter, der nichts mit der Thematik zu tun hat. Ist es halt jetzt. Aber die Therapeuten wollen nur Geld, ja. Die Scharlatane. Nur, ist laut meiner... Lieber Heilpraktiker. Weißt du Bescheid? Sicht. Viele Dinge sind sehr, sehr überdramatisiert. Hm. Es war eine Beziehung, die nicht immer gut war. Es gab sehr viele liebevolle Momente, es gab schöne Momente. Hm. Warum er macht genau das gleiche wie Anni? Es war generell intensiv. Ja, von beiden Seiten. Ne? Ne? Es gab viele schöne Momente, es gab tolle. Dann sag doch explizit, was so problematisch war. Was dein Gegenüber so zu toxisch gemacht hat. Weil dein Gegenüber, Rachel in dem Fall, konnte sehr viele Dinge auflisten. Ähnlich wie eine Reefed, ähnlich wie eine Mauki, ähnlich wie sehr viele andere Menschen auch in Bezug zu ihm. Und er? Quelle, vertrau mir, Bruder. Wenn ich sage, das war alles intensiv und schwierig, dann muss das doch so gewesen sein. Ich hab auch halt eben Schattenseiten mit, sagen wir, emotionaler Gewalt und psychischer Gewalt durch Schreierei und sich gegenseitig beleidigen und fertig machen und solche Sachen. Und das war nicht schön und das möchte ich hoffen. Also ich möchte das nie wieder erleben und ich hoffe auch, dass sie sowas nie wieder erlebt. Und ich hoffe auch, dass... Das emotionaler... Digga, er war der Schreiende. Er war der Choleriker. Und der Schwester da, als hätten sie sich gegenseitig hochgeschaukelt und angebrüllt. Keiner sowas erleben muss. Und einfach voll Balancing an der Stelle. In so einer Situation seid, dann versucht euch so schnell wie möglich Hilfe zu holen und da irgendwie rauszukommen. Es ist nicht leicht in so einer Beziehung irgendwie rauszukommen, wenn man auch emotional abhängig ist und so. Und es fiel mir selber schwer. Ich habe auch nach der Beziehung, wie gesagt, Therapie angefangen. Ich habe mich in der Beziehung, das hat sie auch gesagt, dass ich mich gegen Therapie ausprobiere. Krass, keine Frau beleidigt einen Choleriker, der wegen jeder Kleinigkeit an die Decke geht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Vor allen Dingen, er hat doch gerade selber gesagt, er ist auch relativ groß und tapsig so. Und hat sich nicht unter Kontrolle. Den beleidigst du bestimmt als deutlich kleinere Frau. Sicherlich. Vor allem, wenn du finanziell von ihm abhängig bist und sozial auf dieser Insel isoliert bist. Sicherlich beleidigst du den Kerl durch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ausgesprochen habe, das stimmt. Ich habe in der Beziehung gesagt, ich brauche keine Therapie und ich halte davon nichts. Und nach der Beziehung habe ich es halt probiert und es hat mir tatsächlich geholfen. Allerdings, wie gesagt, möchte ich das Ganze nochmal vertiefen. Okay. Abschließend zu dem Thema Beziehung möchte ich sagen, dass eine Beziehung, wenn sie auseinandergeht, oft nicht schön ist. Also es ist selten geht eine Beziehung total schön auseinander. Es gibt bestimmt immer Situationen, auch von Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wo irgendwelche, keine Ahnung, blöden Chats existieren oder blöde... Weil ich glaube, dass sie von ihrem Mental State sich sehr ähneln. Von ihren Zügen her ähneln die sich sehr stark, deswegen ähneln sich auch das Statement. Das ist halt, er versucht halt gleichzeitig sich in der Opferrolle zu stellen und gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen und das ist halt ein Stück weit schwierig. Wenn du im Kopf her irgendwie immer glaubst, dass du unschuldig bist und nichts falsch gemacht hast und eigentlich der Nice Guy in der Thematik bist, so wie eine Annie auch. Unfassbar fragil. Ja! Das ist halt einfach, ich meine, wir hören hier gerade von jemandem ein Statement, der effektiv einen Zweit-Account auf Twitter hat, um sich selber anonym verteidigen zu können. So fragil ist dieser Mensch. Mit einer Millionen Reichweite macht er Zweit-Accounts, um irgendwelche Leute zu kommentieren, die irgendwas gegen ihn gesagt haben. So fragil ist der. Momente in der Beziehung gab, die man im Nachhinein sich vorwirft oder so. In der Öffentlichkeit ist es halt so, wenn sowas passiert, dann ist es halt nochmal so, dass viel, viel mehr Leute sich darin einmischen und viel, viel mehr Leute ihre Meinung dazu sagen. Und das macht es halt auch nicht leicht, ne? Ja. Aber grundsätzlich würde ich im abschließenden Punkt sagen, ich bin Rachel nicht irgendwie sauer oder irgendwas, also im Bezug zur Beziehung. Dass sie jetzt im Nachhinein solche Sachen... Oh, mein zweiter Gott verachtet, okay. Ey, ich krieg hier komplett, ne? Danke, dir einen angenehmen Arbeitstag an der Stelle. 5 Uhr früh. Autsch. Aber zieh durch. Vielen Dank fürs dabei sein. Ehre an der Stelle. Ehre. Verbreite, die nicht 100% Wahrheitsgehalt beinhalten.
Danke, aggressiver Rabe. Man muss an der Stelle hervorheben, dass er sich erst vor kurzem als riesiges Opfer stilisieren wollte. Allgemein als riesiges Opfer in dieser gesamten Thematik. Wollte er sich hinstellen, als wäre eine Riesenschmutzkampagne, so als käme das aus dem Nichts so und als wäre das in irgendeiner Weise vergleichbar mit dem, was bei Anni passiert ist. Und das rückblickend mit der Information, wissen wir, dass er das nur gemacht hat, so schnell und auf die Art und Weise, weil er wusste, dass seine Ex-Freundin ihre Seite der gesamten Thematik veröffentlichen wollte. Also nicht, weil er endlich dann darüber sprechen wollte, on his terms, sondern weil er ihr zuvorkommen wollte. Schon enttäuscht so, aber ich bin nicht irgendwie, ich habe keine bösen Gefühle oder keine Hass oder irgendwas gegenüber ihr. Hm. Ich möchte einfach nur, dass sie ihr Leben lebt, ich möchte mein Leben leben, ich möchte einfach kein böses Blut. Hm. Ja, okay. Ich habe viele Fehler gemacht in der Beziehung, ich habe mich scheiße verhalten, ich muss auf jeden Fall auch weiterhin stark an mir arbeiten. Genau, und er hat sie im Vorfeld auch noch einschüchtern wollen, dass er von ihrem Statement weiß. Und auch, ne, relativ subtil, er hat gesagt, dass er das Statement, also dass er die Information von Kiki hat, die er ja auch in seinem Statement exposed und angegangen hat. Also er sagt effektiv, dass die Person, die er selber im Statement attackiert, ihm gesagt haben soll, dass Rachel auch was hochlädt. Und dass die beiden ja generell auch im Kontakt stehen und gemeinsame Sachen machen. So. Was irgendwie keinen Sinn ergibt. Wenn die gemeinsame Sachen machen, warum sollten sie sich gegenseitig sabotieren? Er hat effektiv zwischen den beiden böses Blut gesät, um dann beide öffentlich der Meute zum Fraß vorzuwerfen. So, aber ja, hier, kein böses Blut, so. Die narzisstische Züge hat und ihn nur wegen seinem Geld und seinem Fame haben wollte. Keine Beweise, keine Belege, gar nichts. Das Einzige, was er bewiesen hat, ist, dass sie, nachdem die nicht mehr zusammen waren, emotional abhängig von ihm war. Weil sie ja auch immer noch, nachdem die nicht mehr zusammen waren, in seinem Stream am Lurken war und reinkommentiert hat. Das hat er bewiesen, effektiv. Er war nicht der emotional Abhängige. Sie war doch diejenige, die bei ihm im Stream war. Ich bin aktuell in einer Beziehung. Ich bin happy. Ich habe eine Freundin, mit der ich mich... Ein Marvitz Schiert X100. Er hat sich sein eigenes Statement offensichtlich nicht mal selbst angesehen. Nee. Anscheinend nicht. Anscheinend echt nicht. Ey, danke für die 100 Bits. 100 Papa, danke für die 35 Bits an der Stelle. Kommt gerade von Stay. Und ist das Beste, was an je passieren konnte. An der Stelle halt echt, ja. Der hat einfach alles nur noch schlimmer gemacht. Also effektiv so schlimm gemacht, seine ganze Thematik, dass es einfach komplett von Anni ablenkt. Und von ihrem katastrophalen Statement, ey. Moin, ich glaub hier nur Lurky Girl. Lurky Girl. Also, das macht's einfach alles so viel glaubwürdiger, ne? Die Lurky Girl, das Lurky Girl, Alter, Ego. Sehr, sehr gut austauschen kann. Das ist eine sehr kommunikative Beziehung. Wir reden über alles. Hm. Sie hat das Ganze auch jetzt die letzten Tage mitverfolgt. Hm. Und ich mein bin Beileid an der Stelle. Happy, dass ich es aus dieser ganzen Zeit geschafft habe, rauszukommen. Auch mein eigenes Verschulden, ne? Dass ich das Ganze geschafft habe, so hinter mir zu lassen und jetzt eine Beziehung eben zu führen. Hm. Hm. So. Weil die Beziehung, die eine Rachel angesprochen hat, die ist ja auch schon in die Brüche gegangen. Da gab es ja auch schon ein öffentliches Statement. Und ob das die dritte Beziehung ist oder was weiß ich was, keine Ahnung, juckt mich auch nicht. Run, Girl, run! Nach der Beziehung mit Rachel hatte ich noch eine Beziehung. Ich hatte da in dem Statement gesagt, dass die... Ja, ich erinnere mich. Dass die Beziehung nach Rachel mit Marie war. Das ist natürlich ein Deckname gewesen. Mhm. Und das ist zum Jahreswechsel ist das geendet. Und ja, ich habe jetzt eine Beziehung und ein Deckname möchte eigentlich also einfach nur, so wie jeder Mensch, geliebt werden und auch Liebe senden. Und es klingt vielleicht kitschig, aber ich bin einfach gerade happy, wie es ist. Man hat gestern gesehen und auch die letzte Woche. So agieren Menschen, die einfach grundlos, einfach happy sind und ihren Frieden haben. Genau so agieren Menschen. Einfach im Vorfeld Anschuldigung versuchen zu debunken, bevor sie veröffentlicht wurden, so, weil genauso auf X auf nur Happy Tweets und so. Ja, ja, klar, auf jeden. Direkt mit Unge 007. Direkt rüber mit Lucky Girl, Lurky Girl.
Also es ist halt einfach. Also ist ja jetzt der dritten Beziehung. John unterstrich Herzmut cheered x 100. Also ist er jetzt in der dritten Beziehung seit Rachel, die Anfang 2023 geendet hat? Mitte. Klingt sehr gesund. Laut Rachel ist die Beziehung an Mitte 2023 beendet. I don't know an der Stelle, Alter. Laut ihr Mitte. Laut ihm Anfang. Eine Beziehung für jede Jahreszeit. Ja, ist wichtig. Man muss das ja auch, ne? Man muss das ja. Ne? Neue Jahreszeit, neue Persona. Wichtig. Ne? Jeder hasst sein Winter-Ich. Sommerbody, Sommer-Personality. So nämlich, Freunde. So ist es. Okay, gut. Wir haben jetzt hier viel über das Thema geredet. Jetzt kommen wir zu der. So wenig gesagt. Falls ich irgendwas vergessen habe, ich werde versuchen, noch irgendwas danach zu rechnen. Vielleicht auf Instagram, in der Story oder so. Ich möchte hier unter dem Video eigentlich keine Kommentare. Ich möchte es einfach nur für die Leute, die es anhören möchten, meine Meinung anhören. Ich möchte hier einfach keine Kommentare. Ich möchte einfach nur das Video posten. Hm. Ich habe keinen Bock auf diese, sagen wir mal, Leute, die einfach nur hassen wollen, weil sie sich hoffen, dass irgendwo jemand gecancelt wird, dass irgendjemand einen Downfall hat und so. Und das ist auch okay, das dürft ihr gerne hoffen. Und dazu habe ich auch auf Twitter halt eben geschrieben, dass es mir egal ist, was Leute sich wünschen von mir. So ist es egal. Warum macht er denn das Statement? Ich möchte nur, dass ihr mir zuhört, aber ich habe kein Interesse, euch zu hören. Ja, genau den kriege ich. Den Vibe kriege ich. Genau den Vibe kriege ich hier. Leute denken, ich muss irgendwas überspielen oder irgendwas. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Also ich habe einen Twitter-Post gemacht, wo ich gesagt habe, es ist mir einfach egal, weil ich in Rente bin. Ich habe ausgesorgt für meine ganze Familie. Und das ist kein Flex mit Geld oder so. Das ist einfach nur, damit man versteht, ich muss nicht meinen Ruf retten, ich muss nicht irgendwie auf Social Media irgendwas machen. Das ist die Up-Red-Verteidigung. Das ist die Up-Red-Verteidigung. Ich muss das alles gar nicht, ich bin reich. Zwar stimmt es bei Up-Red nicht, aber es ist trotzdem Up-Red-Verteidigung. Up-O-Gered. Es ist halt einfach, ne? Ja, diese gemeine, böse Cancel-Culture und diese Hater. Alles Hater und Cancel-Culture. Das ist halt die Up-Red-Verteidigung. Ich bin reich. Ich muss gar nicht das hier alles. Muss ich gar nicht machen. Bin ja reich. Hab alle ausgesorgt, alle, ihr seid alle nur, ihr Hater, alle nur Brokey-Mokies. So, das ist einfach Up-Red-Verteidigung. Vorher hatten wir die Annie-Verteidigung, Up-Red. Ob wir noch den Thomas kriegen, ich weiß das nicht. Ich bin so gespannt. Unge-Red. Ich mach mein Ding offline, so mein Ding. Das ist für manche Leute vielleicht unsympathisch, dass ich da so über Geld rede oder irgendwas. Und, ja. Es ist aber einfach. Über Geld redet er nur in Privatchats, wenn er Leute wieder. Ja, weil er Frauen beeindrucken will. Ich bin reich und ich scheiße auf alles. So nämlich. Mein Leben. So. Zu dem Iblali-Thema. Gibt es hier auch ein paar Notizen? Diese Notizen zusammengefasst wurden übrigens von einem Twitter-User, der hat da ganz viel zusammengefasst. Bilal, Grüße gehen raus. Hat auch sehr viel Negatives über mich geschrieben, aber ich nehme es ihm nicht übel. Wie gesagt, man kennt die eine Seite und das hört sich halt alles auch sehr glaubwürdig an. Und also er hat die Zusammenfassung von Bilal 2K sich einfach rausgenommen, oder was? Er hat sich richtig viel Mühe gemacht. Er hat sich einen Tweet genommen, das ist die Zusammenfassung, das Statement, hat er sich nicht mal die Mühe gemacht, das in die Kamera zu sprechen, damit man ihn sieht, damit er vielleicht auch mal ein paar Emotionen zeigt, weil er hat ja behauptet, seine Ex-Freundin, die ist ja die Emotionslose, wir hören hier von ihm hier sehr viel Gerede, sehr viel Rauch und Spiegel, aber Authentizität, oder? Aber Unge war doch dabei. Ja, er war dabei. Aber er ist super vorbereitet. Ich glaube, ich möchte, dass es genauso passiert ist. Das ist auch völlig okay. Ich möchte, wie gesagt, nur einfach mir von der Seele reden, wie es wirklich ist. Imagine, jemand arbeitet das auf, was vor 9 Jahren alles mit dir passiert ist, so. In einem authentischen Video, face to camera, ne? Und du als Antwort nimmst die Zusammenfassung von irgendeinem Tweet als Recherche und als ob du nicht dabei gewesen wärst, so. Als wäre das, ja, aber der hat das gesagt und ich muss jetzt, du warst doch dabei. Es geht, Digga. Rich hat es selbst so gesagt, sie hätte sich fast nicht getraut, etwas zu sagen, weil Unge voreiliger Tweet eingeschüchtert hat. Er hat ihr das auch direkt gesagt, ich weiß, was du vorhast. Er hat nicht damit gerechnet, dass sie trotzdem an die Öffentlichkeit geht. Er wird diesen Moment so gehasst haben. Definitiv. Das war ein absoluter Einschüchterungsversuch. Er wollte sie halt mundtot machen, bevor sie etwas sagen konnte. Oder halt, ne?
Und jetzt, wo halt die ganze Sache explodierte und plötzlich halt sehr viel Solidarität ihr gegenüber ausgesprochen wurde, auch von anderen Leuten Rücken gegeben wurde, und er, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, er hat niemanden, der hinter ihm steht. Kein größerer Influencer, den er von früher kennt, mit dem ist er noch gut, mit keinem. Er hat nur verbrannte Erde hinterlassen, wie Anni. Deswegen kommt auch ein Rumgedruckste so. Deswegen hört man nicht links und rechts Influencer, die sagen, zu mir war der immer nett. Ich habe einen Tweet gesehen von einem Dude, der ihn verteidigt hat, so, der dankbar ihm gegenüber war, und selbst der hat gesagt, also wenn er wirklich ausrasten würde, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da was eventuell passieren würde, so. Selbst der konnte sich's vorstellen, obwohl er ihn verteidigt hat, so. Die Leute, die dich verteidigen, können sich sogar vorstellen, dass du Katzen angehen würdest, so. Also, Bro, der hat niemanden, der steht alleine mit dem Rücken zur Wand, hat keine Glaubwürdigkeit. Hundepapa82, Cheat X100. Wenn du eine Katze bist, wen möchtest du lieber allein im Wald treffen? Anni in einem Bärenkostüm oder Unge in einem Männerkostüm? Boah, gefährlich. Gefährliche Situation. Uff, den Wald. Ich wähle den Wald. Ganz gefährlich wäre Unge in einem Anni-Kostüm. Das wäre wirklich gefährlich. Oder Anni in einem Unge-Kostüm. Junge. Das Universum wird auf jeden Fall einen Hüpfer machen, so. Ja, ABK kann da nochmal ordentlich eine Bresche reinwerfen. Ich weiß aber auch wirklich nicht, was der dazu zu sagen hat, so. Für mich, ja. Und ihr müsst mir nicht irgendwie glauben, ihr müsst mir nicht verzeihen oder irgendwas. Trotzdem möchte ich mich entschuldigen für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Und das habe ich ja schon aufgezählt, sind eine Menge. So. Kommen wir zum Thema Ebladi, da habe ich auch vieles falsch gemacht in der Vergangenheit, das muss ich auch einmal eingestehen, aber... Was genau? Das sind diese Empathiefischereien, so, ey, guck mal, ich zeig mich hier einsichtig, so, ich habe viel falsch gemacht. Was hast du falsch gemacht? Wie hat dein Verhalten dazu geführt, dass ein Schaden entstanden ist? Was hast du falsch gemacht? Was ich an dieser ganzen Ebladi-Videogeschichte krass fand, war, dass viele Sachen, die er so schildert, habe ich eins zu eins genauso nur aus meiner Perspektive erlebt. Und deswegen frage ich mich im Nachhinein jetzt, wo ich das Video sehe, haben wir einfach beide so krass aneinander vorbeigelebt? Wollte ich gerade sagen, ich glaube dem auch nicht. Ja. Oder was ist der, ja, wo ist der springende Punkt? So, warum haben wir da eine sehr... Eine vergangene Beziehung, ne, da waren beide toxisch. In dem Konflikt mit Ebladi, da haben sie beide aneinander vorbeigeredet. Der eine, der ein Statement hat, beziehungsweise eine Zusammenfassung vom Statement von Ebladi hat, der andere, der eins aufgearbeitet hat und das alles noch relativ gut und sortiert im Gedächtnis hat, weil er halt sehr viel damit darunter gelitten hat. Effektiv wie bei Anni. Komisch, so viele Missverständnisse. Ja, falsch verstanden einfach, ne? Das ist einfach. Ähnliche Erfahrung gemacht, weil ich habe nämlich genau die gleiche Erfahrung nur andersrum gemacht. Zur Zusammenfassung von Ebladi steht 2015. Vic hat ihm eigentlich Inselverbot gegeben. Ja, Vic war eigentlich auch vor ihm auf der Insel und hatte die ganzen Netzwerke und hat versucht, ihn aus der Insel runterzumobben. So nämlich. Das hat Ebladi im Video alles gesagt und ich habe jetzt einfach nur so diese Punkte. 2015, ich habe hier so ein Screenshot davon. Ja, wie viel Mühe er sich da gemacht hat. Wie viel Mühe er sich da gemacht hat, das Video zu schneiden. 2015 hatte ungeheimlich was mit Ebladis Ex-Freundin. Und das stimmt. Ich hatte was mit Ebladis Ex-Freundin. Und ich muss aber davor erwähnen, dass... Also es ist trotzdem absolut nicht korrekt, so, weißt du? Ja. Ich kannte ihn ja. Wir waren nie Freunde, wir waren nie mega gute Homies oder so, wir waren Bekannte. Wir haben halt bei YouTube gemacht, haben uns auch... halt getroffen mit anderen in der Gruppe und auch mal alleine und so, aber waren nie irgendwie dicke Freunde oder irgendwie sowas. Content-Freunde aber halt. Ich hatte was mit seiner Ex-Freundin, ja, das stimmt. Und ist es korrekt? Nein, ist es nicht. Case closed oder nicht? Hä? Case closed oder nicht? Ist doch case closed oder nicht? Hä? Also ich verstehe jetzt nicht, zu der Thematik Ex-Freundin muss ich auch ein paar Sachen dazu sagen.
Diese Person, die Aivlali als Mara bezeichnet, war laut ihrer eigenen Ansage, also ich habe mit ihr darüber gesprochen, darüber haben wir uns kennengelernt, mit Victor irgendwie, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, deswegen möchte ich jetzt hier keine genauen, also alles, was ich davor gesagt habe, weiß ich schon hundertprozentig, deswegen habe ich das auch ganz klar so gesagt, aber jetzt sage ich nur etwas, was ich aus einer Erinnerung heraus sage, es kann auch falsch sein, dass sie sehr, sehr kurz, ich sage jetzt deswegen keine genauen Zeitspanne, aber sie war sehr, sehr kurz mit Victor zusammen. Ist doch völlig egal. Case closed an der Stelle. Das war die... Digga, ich check nicht. Das war doch... Er sagt doch selber, dass das eine Schmutzaktion war, hä? Wann kommt der? Klarname, wann wird der geleakt? 22 irgendwas? Finde ich außerdem auch nochmal eine wilde Aktion, so, ne? Von dem armen Opfer, der unschuldige... Nochmal hier unbetroffene Personen, die nicht betroffen sein wollen, nochmal leaken, so. Finde ich eine wilde Aktion. Glaubwürdig, sein Urgroßvater. 22,56, okay. Und es kam dazu, dass da irgendwie mehr passieren sollte. Und sie wollte das nicht und hat ihm gesagt, dass sie keine Beziehung möchte. So. Und wir haben uns kennengelernt, haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und ja, es lief auch was. Und sie hat mir sehr, sehr viele Sachen von Vic erzählt, die er so gemacht hat, in Bezug zu Psychoterror gegenüber ihr. Sehr viel hat er von in seinem Video selber erzählt, aber halt so dargestellt, als wäre es so eine Kleinigkeit. Nee, wir haben das schon als das wahrgenommen, was es war. Selbstverletzendes, ziemlich obsessive Verhalten. So. Das ist schon weird gewesen da irgendwie, ne? Also das ist jedem bewusst, der das gehört hat, so. Aber da jetzt nochmal, es ändert nichts. Es ändert, das ist die Uno Reverse. Ja, ich hab zwar mit deiner Ex-Freundin was gehabt, mit der du nur kurz zusammen war und da wurde nichts draus, so, aber du warst halt weird danach. Ja, so, ja denn. Dann macht das ja alles wieder normal, dann ist er jetzt wieder korrekter oder so. Aber er hat ja schon gesagt, dass er nicht korrekt ist. Aber er muss jetzt natürlich sein Gegenüber, die Person, die ihn kritisiert, relativieren in seinem Verhalten. Natürlich dabei muss er noch die Person, um die es geht, ne, die Frau, leaken, weil Opferschutz an der Stelle ist wichtig und richtig. Ihm geht's ja auch nur darum, ne, hier keinen Ärger zu machen. So. Die Mara hatte damals eine beste Freundin, die sie über ein Online-Spiel kennengelernt hat. Das Online-Spiel hieß Ragnarok Online. Und ihre Freundin war sehr jung. So. Mara, jetzt mal for real? Also for real? Ein Gruß von meiner Therapeutin. Sie ist eine regelmäßig geile Zuschauerin. auf YouTube und ab und zu auch auf Twitch. Aber sie schaut mir oft im Hintergrund. Jetzt mal ehrlich? WTF? Ja, natürlich. Ja, ein bisschen nervös werde ich jetzt schon. Ehre. Was denn? Hallo, Therapeutin von Maral. Hallo. Was ist das für ein Take, wenn eine Frau was mit einem Bekannten hat, dann ist das nicht so ein ihre Ding. Was redet ihr da? Das sind erwachsene Personen und Männer haben nichts zu entscheiden, ob die Ex-Frau was mit einem Bekannten hat oder nicht. Digga, das ist die Frau. Nein, der Take ist, wenn du mit jemandem gut bist, wenn du mit jemandem bekannt bist und befreundet bist, so, und du trennst dich und dann die Person, mit der du gut bist oder bekannt bist, dann direkt mit deiner Freundin oder mit deiner Ex-Freundin in dem Fall, für die du noch Gefühle hast, dann zusammenkommt, anbandelt, das ist Schmutz. Vor allem, wenn du und er sich kennen und wenn sie und er und sie, das hat nichts mit Broko, das hat was mit Ethik, das hat einfach was mit Respekt zu tun, sich gegenseitig, einfach miteinander sprechen. So, hey, ich weiß, ihr seid gerade erst nicht mehr zusammen, so, ich weiß, du bist immer noch, du hängst immer noch an ihr, ist vielleicht schwierig für dich so, mäßig so, so. Aber ich will, dass du weißt, so, ich habe Gefühle für sie entwickelt, einer auf den, so, und sie halt auch für mich. Und dass du weißt das jetzt hier, ne, weil... Miteinander sprechen halt. So, dann sagt, wenn alle sagen, ja, nee, du bist zwar noch nicht über sie hinweg, so, und aber ich habe halt Gefühl und sie hat für mich, und das läuft, ne, wir finden uns cool, so, weil, dann muss er halt damit leben, so, aber dieses, ich finde das Schmutz und ich hasse Menschen, die sowas machen, ich finde das ekelhaft. Man kann miteinander, gerade wenn man mit befreundet ist, auf good terms miteinander ist, dann kann man miteinander sprechen. Das hat nichts mit Fragen zu tun, darf ich deine Ex-Freundin daten, sondern man spricht da einfach miteinander. Vor allen Dingen, weil eine Trennung etwas Emotionales ist. Es ist völlig legitim, da einmal kurz zu sagen, so, hey, wie geht's dir eigentlich? Hast du dich gerade getrennt oder sowas so? So, ich finde deine Ex-Freundin eigentlich, also,
Da fragst du nicht um Rat, da fragst du nicht, ob du dann darfst, sondern es ist einfach nur, du versuchst da eine Person, mit der du gut bist, mit der du bekannt bist, nicht zu verletzen. Das ist ja rücksichtsvoll sein, oder nicht? Also wenn ich weiß, dass jemand Schmerzen oder Leid oder sowas hat, dann hau ich ja nicht in die Kerbe rein, weil juckt mich ja nicht. Ist ja nicht mein Schmerz, ist ja nicht mein Problem. Weil der Scheiß viel Geld mit mir verdiene. Sondern dann frage ich, dann spricht man ja darüber. Dann kann man ja mal fragen, ey, was geht, wie geht's dir so, mäßig so. Vielen Dank für den dritten Monat an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank für den dritten Monat. Und selbst wenn die nicht dicke Kumpels wären, ist es trotzdem noch weird, wenn die untereinander zusammen Content machen, so mäßig. Und dann halt im Freundeskreis sagen, wie alle was miteinander so. Ich finde das komisch. Ich finde sowas komisch. Ich mag solche Dynamiken nicht. Vor allem, wenn das nicht kommuniziert wird, so. Ich weiß auch nicht genau das Alter, aber ich auf jeden Fall minderjährig. Und ich denke, so in Richtung 15. Und sie war super jung. Sie haben sich online kennengelernt, also die Mara und dieses junge Mädchen, und hatten online Ragnarok online gespielt und haben sich gut verstanden, trotz des Altersunterschieds, und haben halt zusammen gezockt und so, ne? Ist ja auch, spricht ja nichts dagegen. Okay. Und diese Person, Also die Online-Freundin war jung und deswegen ist Vic der Creep, weil er das junge Mädchen mit dem jungen Mädchen sich angefreundet hat, um was über die Mara rauszufinden. Ah. Und ja, es war schon mal im Verdacht. Also Vic musste sich schon mal gegen diese Vorwürfe wehren. In der Vergangenheit. Okay. Damals die beste Freundin von Mara. Wir nennen sie einfach mal A. Und als Mara nicht mehr mit Victor zusammen sein wollte, hat Victor laut ihrer eigenen Angabe sie sehr bedrängt, und er hat sich so in den Freundeskreis infiltriert. Und zwar. Ja, aber das hat er ja auch selber eingestanden. Aber das hat er ja auch selber eingestanden, dass das halt eine weirde, creepy und ekelhafte Aktion war. Plötzlich der beste Freund von dieser 15-Jährigen. Oder ich weiß nicht, wie alt sie damals war, kann jemand von den Beteiligten, die jetzt damals dabei waren, vielleicht irgendwo bestätigen. Er hat sich damals auf jeden Fall dann mit dieser 15-Jährigen getroffen und war dann auf einmal ihr bester Freund. Und sie hat dann auch so Tweets gemacht und auch irgendwie online so Sachen gepostet wie, ja, A. ist meine beste Freundin. Und das hat er natürlich sehr bewusst gemacht. Und ich glaube, das weiß Victor auch, dass es damals nicht korrekt war, was er da gemacht hat. Hat er ja auch in seinem Statement gesagt. Und das Video ist ja auch eine Antwort auf das Statement von Victor, also weiß er das ja auch, dass ein Victor das gesagt hat. Okay, und die Fehler von Victor sind jetzt eine Verteidigung von Unge in welcher Form? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie alt sie war, aber selbst sagte er, sie ist 15. Digga. Ich habe keine Ahnung, was hier wieder abgeht, Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier wieder abgeht. Sie war 17, fast 18, I guess. I don't know. Aber das klingt halt schon so, als würde er ihn hier versuchen zu framen, als eine auf eine. Also entweder weißt du es nicht oder du weißt es doch. Aber nochmal das, auf das Fehlverhalten von Vic hinweisen, der das ja offengelegt hat in seinem Statement und nicht versucht hat zu relativieren oder sowas, hat er nämlich mit keiner Silbe. Der hat von vornherein gesagt, das war eine komplett weirde Aktion. Und das war's. Das ist es. Haben wir ja auch verurteilt, dass man das nicht macht. Wir machen das nicht. Menschen sind nicht zum Mittel zum Zweck, war meine Aussage in der Thematik. So. Wir befreunden uns nicht mit Leuten an, nur um Informationen zu anderen zu kommen. Das macht man nicht. Menschen sind nicht Mittel zum Zweck. Und da ist das Alter egal. Das ist weird. Das macht man nicht. Das ist ekelhaft. Menschen sind nicht Mittel zum Zweck. Niemand hat diese Art von Verhalten verdient. So. Und das hat ein Vic ja auch eingestanden. Das fand der eklig und ist schrecklich und sowas so. Aber jetzt, es geht ja hier um Unge, ne? Es geht um Unges Statement, um Unges Verantwortung, um Unges Taten. Und er spricht dann hier gerade in dem ganzen Statement, in den 4 Minuten spricht er mehr über Vic, als über das, was er gemacht haben soll, warum Vic überhaupt sein Statement gemacht hat. Er hat in den 4 Minuten mehr über Vic gesprochen, in der Thematik, als er über seine eigene Verantwortung gesprochen hat. Wie er auf Krampf jegliche Verantwortung dodged. Ja, ich hab da auch Fehler gemacht. Ja, ich hab da mal... Ich kann das nicht mal. Um halt eben. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So dieses Gefühl zu geben, tja, deine beste Freundin ist jetzt meine beste Freundin und es war krass psycho, was. Hab ich das einfach weitergeskippt? Was da abging. Also, das hat Victor in seinem eigenen Video so teilweise angesprochen, aber so sehr harmlos. So als ob so, ne? Und es war krass psycho. Vielleicht wird Schmara irgendwann. Digga, was zur Hölle, Alter. Lurky Girl beleidigt gerade Vic auf X. Das Ding. Wie kann. Hat, glaube ich, Mara gesagt, ne? Ja. Ey, ohne was. Der hat ihn jetzt effektiv als Psycho geframed
in seiner Verteidigung, warum er Beef mit Vic hat. Als Erklärung, warum er sich falsch verhalten hat. Zu dem Thema äußern. Und dabei hat er den Klarnamen der Person, um die es hier geht, geleakt. Vielleicht auch nicht. Es ist das, was ich so erzählt bekommen habe, das, was ich so mitbekommen habe. Ich habe auch sehr viel Chats gesehen und ich hatte damals das Gefühl, dass ich diese Mara eben in Schutz nehmen muss. Oder ich wollte sie in Schutz nehmen. Er war der Gute in der Thematik. Er war der Gute in der Thematik tatsächlich. So nämlich. Der Gute, der jetzt ihren Klarnamen gerade geleakt hat, er wollte sie nur beschützen. Oder wen willst du hier verarschen? Er ist die Person, die... Er sieht hier sie als... Ach, das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir hatten auch was miteinander und haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe auch immer was mit den Frauen, die ich beschützen möchte. Das nennt sich Fürsorglichkeit. Völlig selbstlos. Mein Beschützerinstinkt da an der Stelle. John_Herzmut cheert x100. Meine Kritiker sind Kritiker, weil sie psychisch gestört sind. Wenn du jemanden kennst, der so etwas sagt, lauf. Lauf schnell und lauf weit weg. Also was? Vielen Dank für die einen Netbits. Ey, was ist das? Das ist ein Psycho-Move. Vor allen Dingen, er edit das ja nicht mal raus. Weil er wollte ja damals die Frau beschützen. So, und haben die auch gut. Das ist auf jeden Fall zu dem Thema. Ayblalis Ex-Freundin, da ist sehr, sehr viel noch drumherum passiert. Und ich möchte jetzt gar nicht zu. Und es hat nichts an der Thematik geändert. Es hat doch nichts. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie nicht im Guten auseinandergegangen sind. Gehen wir da einfach mal von aus, so. Weil eine Person hier gerade im Chat das behauptet hat, so, weil die Person kennt, obwohl. Ne, gehen wir einfach mal davon aus, dass Bruder Quelle vertrau mir so, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der ist betroffen, so. Gehen wir davon aus. Dann ändert das nichts an der Thematik. Unge hat immer noch, obwohl die befreundet waren, hinter seinem Rücken, an ihm vorbei, da die Person gedatet, obwohl er wusste, dass er obviously hurt war wegen dem und die auf einer Basis, auf einer We Are Talking Basis ist, wo man das hätte miteinander einfach mal erwähnen können, so, hey. So, hätte man machen können, wenn man erwachsen wäre. So, hey, ich, ne, deine Ex-Freundin, ich date die gerade so und übrigens dein Verhalten ihr gegenüber ist ein bisschen komisch, lass die mal in Ruhe. Hätte man machen können, wenn man erwachsen wäre. Hat er nicht gemacht. Er framed jetzt hier einen Vic, als wäre der ja so irgendwie so ein komischer creepy Pedo, der das aber auch nicht, der das nicht offen zugegeben hat und eingeräumt hat, dass das komplett weird war, so machen, ne? Plus diese ganze Sache mit der Gruppendynamik, mit dem WhatsApp-Verlauf, mit dem WhatsApp-Chat, weswegen ein Unge ausgerastet ist, weswegen er versucht hat, anscheinend den Dingens wegzudingensen. Das ändert überhaupt nichts. Und er liegt den Klarnamen von ihr. Digga, ich glaub dir doch nicht, dass du in irgendeiner Weise auf... Er liegt den Klarnamen der Betroffenen, die er meint zu verteidigen. Und behauptet auf Ernst doch tatsächlich, dass er sie nur beschützen wollen würde. Mit die Frau, die er verteidigen und beschützen, aber auch gleichzeitig mit der was hat er. So datenmäßig, so ein bisschen so, ne, hier und so. Bro, wen... Klar, machen alle so. Als Frau, erster Gedanke, du fühlst dich von einer Person bedrängt im Freundeskreis, dann datest du erstmal seinen Bekannten. So, der dich beschützen will, so. Und hast was mit dem ganz viel, weil das ist ja... Was für beschützen? Und dann schmeißt er den Klarnamen in die Thematik rein und alle wissen jetzt auf jeden Fall, um wen es geht. Wahrscheinlich, ein Ayblali sagt doch selber sogar schon, dass anhand seiner Erzählung die Leute rausfinden könnten, um wen es geht. Und Unge, hier hast du den Klarnamen. Upsi. Aber ich bin mir zu faul und zu fein, ein ordentliches Statement hochzuladen und das zu schneiden. Upsi. Vielen Dank für den Sub an der Stelle. Vielen Dank für den Gift des Sub. Schaden oder irgendwas, ich will einfach nur meine Stellung beziehen. Ich finde es trotzdem nicht... Oh, warte mal, da ist mein Finger. Ich finde es trotzdem... Tilted Fragen gestellt hat. Ja, ich weiß, Tilted, hier. Ich hab die Posts, die Tweets von Dingens gesehen. Tilted ist, wurde ja mehr oder minder von Unge, mehr oder minder, oder von Unges Zweitkanal, wegen der
Militanten hat er so ein bisschen Diskussion mit ihm gehabt. Das habe ich gesehen. Habe ich auch direkt erstmal alles gesaved. Trotzdem nicht cool, dass ich da irgendwie mit der Mara zusammengekommen bin und mit ihr was hatte, weil ich wusste, dass da was mit Iblali vor. Will er mich denn komplett verarschen? Wofür war denn dieses ganze Vorgeplänkel, wenn er am Anfang dann Ende dann nochmal sagt so, ja, aber ich wusste, dass das ja blöd von mir war, so. Dann war das doch alles einfach nur Steine geschmeiße, Alter. Er hat null Verantwortung übernommen, hat nochmal Steine in Richtung Iblali geworfen, so, ja, aber der war voll der Psych, blablabla. Aber ich hab mich dazu, ich hab mich in puncto den Sachen, die er angesprochen hat, voll daneben benommen. Sag ich hier sogar selber. Also, was zur Hölle? Vorher lief und war es korrekt? Nein. Bin ich ein Arschloch? Ja. Ja! Hätte ich das machen sollen? Nein! Oder zumindest darüber so reden. Ich habe mich nie dafür entschuldigt. Wird auch es wird gesagt, als ein Punkt, ich habe mich nie dafür entschuldigt. Und das stimmt, ich habe mich auch bei Victor nie dafür entschuldigt, weil ich weiß nicht, wofür ich mich hätte entschuldigt. Und den Namen der Person gelegt, die da ohnehin schon drunter leidet. Er weiß nicht, wofür er sich entschuldigen soll. Moment. Entschuldigen sollen, weil ich mit Victor eben nicht super close war. Er weiß nicht, wofür er sich entschuldigen sollte. Also, er räumt an, er hat sich daneben verhalten. War eine blöde Aktion, aber warum denn dafür entschuldigen? Ich meine, war ja eine blöde Aktion und deshalb weiß ich auch, dass es eine blöde Aktion war. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich weiß ja eben, was da damals für ein Psychoterror Victor gegenüber zu Mara passiert ist. Und ich hatte für mich nie das Gefühl, ich bin derjenige, der sich irgendwie entschuldigen muss. Ja, das ist genau das Problem. Wollte aber trotzdem nicht irgendwie da. Ich wollte einfach kein Beef, ich wollte einfach nichts. Ich wollte einfach. Er sagt, er hat sich falsch verhalten. Er sagt, er hat sich falsch verhalten. Sagt auch, das war eine blöde Aktion. Aber hat nie das Gefühl, dass er dass er sich entschuldigen sollte? Dass das ein Problem ist, weil er ist ja auch nicht gut mit der Person? Also, Digga, ohne Witz. Also, man entschuldigt sich. Also, ich kann das alles nicht, Alter. Bei all dem Geld, das er hat, kann er sich nicht ein PR-Team. Ich verstehe auch nicht, warum er sich nicht ein PR-Management da geholt hat, ey. Einfach mal eben PR-Team hier, schreibt mir mal Sony, ich lese das vor und durch ist er damit so. Ungesagt bei Freunden, die in Schwierigkeiten kommen, hinterher immer gerne, dass sie nie befreundet waren. Das hat er bei ABK auch gemacht, wie Iblali auf Twitter nochmal darstellt. Es macht es ja auch viel leichter dann, den Stich in den Rücken dann. Man entschuldigt sich für sein eigenes Gewissen. Anscheinend ist er wohl doch der Empathielose und nicht seine Ex-Freundin, wie er es in seinem Tweet gesagt hat. Er ist einfach extrem illoyal. Ja, das ist normal, wenn man keinen Rückgrat besitzt und einfach nur als cool oder als der Nice Guy wahrgenommen werden möchte. Dann ist das normal, keinen Rückgrat zu besitzen, weil du musst dich in jede Richtung drehen, um immer halt, ne, als opportuner Nice Guy wahrgenommen werden zu können. Wie willst du denn jede Windböe mitnehmen, wenn dein Rückgrat steif ist? Mit diesen Menschen nichts zu tun haben, weil das sich schon sehr, sehr krass angehört hat. So. Dann hatte ich mich irgendwann 2019 wurde irgendwie das Ganze öffentlich gemacht, also beziehungsweise Mara hat es dann Victor erzählt, dass es damals so lief und Victor und ich hatten uns auch irgendwie ausgesprochen, aber nicht zu dem Thema, sondern einfach allgemein, wir haben uns auch wieder getroffen und ich dachte mir so, wenn Mara das Ganze so, das Thema... Also ist sie jetzt schuld, dass die beiden Probleme hatten? Es ist Mara verantwortlich dafür, sie ist jetzt schuld. Vorher waren es die Katzen? Und jetzt ist es Mara. Ja, es ist alles wild. Ich kann es nicht. Und da gut mit umgehen kann und das eben jetzt abgeschlossen ist, dann warum gibt es für mich auch keinen Grund mehr, da jetzt nach Jahren, es sind ja seitdem schon 4 Jahre irgendwie vergangen, irgendwie noch übel nachtragend zu sein. Und ja, ich habe dann mir gedacht, okay, ich möchte nicht für immer irgendwie Beef haben mit irgendeiner Person und habe Victor zu mir nach Hause eingeladen. Wir hatten normal miteinander gechillt. Wir waren jetzt immer noch nicht irgendwie Freunde oder so, einfach YouTube-Kollegen. Und wir haben uns aber tatsächlich da, nach vielen Jahren, endlich mal wieder
ganz gut verstanden. Wir konnten miteinander normal umgehen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, okay, es ist viel Scheiße passiert. Victor hat viel so Psychoterror gemacht gegenüber Mara damals, auch gegenüber. Es ist viel Scheiße passiert. Victor hat Psychoterror gemacht. Aber er hat ja auch, Unger hat ja auch Fehler gemacht. Du sprichst halt nicht darüber, was für Fehler er gemacht hat. Und wenn er darüber spricht, welche Fehler er gemacht hat, dann hat er auch keine Notwendigkeit gesehen, sich dafür zu entschuldigen. Ja, weil er halt rausfinden wollte, was da los war. Und wer ist dafür verantwortlich? Wer ist für den Psychoterror verantwortlich? Ja, Unge doch, oder nicht? Ich meine, er war ja gut mit ihm. Er hätte sagen können, ja, ich date übrigens deine Ex-Freundin. Und wenn die, also wenn Mara und Unge nicht mit gut auch on good terms waren, so, Unge und Vic auf good terms waren, dann sagt sie ihm es natürlich nicht. So, aber er wäre ja dann in der Verantwortung gewesen zu sagen, so, ey, übrigens, du brauchst sie übrigens nicht mehr hinterher geifern, so, weil hier sind die Fakten. Ja, der Verdacht, ne? Der ist da, weil wir. So. Aber nee, warum? Man. Digga. Und bliblablub. Und dann war irgendwie alles okay. Wir reden nur über die Reaktion von anderen, aber nicht über die Ursache. Und die Ursache ist in dem Fall er. Und seine Entscheidungen. Und dafür, dass er. Und die Tatsache, dass er sich nicht dafür gerade macht. Es war doch seine Entscheidung, das Geheime hinter den Rücken von einen Bekannten von ihm zu machen und so zu tun, als wäre das nichts. So, wenn du da so gegaslightet wirst, dann wirst du doch verrückt. Und zweifelst an deiner Wahrnehmung. Nee, da ist nichts. Ist da was? Da ist nichts. Ist da was? Aber das Anzeichen, ist da was? Ist da nichts? Du wirst dann, du schiebst eine halbe Psychose, wenn du von vermeintlichen Freunden oder Bekannten so gegaslightet wirst. Aber nee, die Reaktion, lass uns lieber über die Reaktion auf das Gaslighting von Vic sprechen und nicht über die Ursache und den Gaslighter. Das sind immer nicht. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist es an der Zeit, einfach zu vergeben und vergessen. Diese Psychose! Dann hatte aber Vic. Am Anfang des Videos drohte auch indirekt, dass er mehr über die Familie von Rachel wüsste, es aber nicht sagt und der Kater deswegen so ängstlich war. Auch da war die Familie dran schuld, dass der Kater ängstlich war, nicht er. Also wusste er, dass das Tier kompliziert war und das was war ihm völlig egal. Das ist schlichtweg wirklich. Ja. Ja. Es war ihm einfach egal und jemand anderes ist dafür verantwortlich und jemand anderes hat die Verantwortung dafür zu tragen. Ganz der Schuld, dass es schwierig ist. Dor. In dieser WhatsApp-Gruppe, also er hatte so eine WhatsApp-Gruppe, die ist die Liga, hat er über mich gelästert. Und das, nachdem ich ihn zu mir nach Hause eingeladen habe und nachdem wir uns eigentlich gut verstanden hatten, hat er so über mich gelästert. Und dass er das als Lästern wahrnimmt, macht ja komplett Sinn. Weil er ist so dünnhäutig, dass er mit einem Zweit-Account sich im Internet anonym selber verteidigen muss. Gegenüber irgendwelchen Randos. So dünnhäutig. Heißt, jemand redet nicht positiv über dich, hinter deinem Rücken, ist gelästert. Ist gelästert. Auch wenn es ein Joke ist, ist lästern. Und Memes sind Hass und Mobbing. Kennen wir noch jemanden? Thomas! Das hat er auch selber in seinem Video da sehr, sehr harmlos, aber er hat es in seinem Video auch selber eingeblendet und zugegeben, aber es war verletzend. Brauchen halt echt einen neuen Unge-Statement-Counter, ne? Also es war halt wirklich verletzend, weil ich mir dachte, ich habe diesen Schritt auf Victor zugemacht und auch vergeben. Er ja auch auf mich. Er hat vergeben. Er hat sich nie entschuldigt. Er hat sich nie entschuldigt. Victor ist auf ihn zugekommen oder die sind aufeinander zugekommen. Er hat sich nie entschuldigt. Victor hat sich bei ihm entschuldigt. Aber er hat ja auch Fehler gemacht, hat er eingesehen so. Inwiefern ist er jetzt die beleidigte Leberwurst, ey? Also wir haben beide einen großen Schritt aufeinander zugemacht, haben vergeben und dann kommt wieder sowas. Ich habe keinmal irgendwie über ihn abgelästert oder irgendwas und er hat an dieser Gruppe so über mich halt abgelästert. Einer aus der Gruppe hat es mir dann halt weitergeschickt und das hat mich schon sehr gebrochen damals, weil ich mir dachte, boah krass, ich bin so dumm und naiv, ich bin so, so dumm, ich habe ihn wieder so auf mich zukommen lassen. Ich habe wieder. Er tut jetzt so, als hätte Victor ihm persönlich ein großes Übel angetan.
obwohl er selber zugegeben hat, dass er sich ihm gegenüber nicht kollegial verhalten hat. Und wegen diesem Kollegialverhalten ist Victor dann komplett Psychose gegangen und hat sich da komplett in Dinges verrannt. In diese Tatsache, dass da ein, dass da seine Ex-Freundin eventuell ihn belügt oder nicht belügt und was weiß ich was, Alter. Hier ist nur ein maskierter Mann, der das Statement zusammenfasst. Du scheiß Eigenwerbler. Du hast bestimmt schon ein Video hochgeladen, ey. Mumudi einfach der schnellste News-YouTuber ever, ey. Junge, ich hab so Kopfschmerzen. Das Ganze. Ja, 10 Minuten. So come on. Abgeschlossen und dann kommt wieder das Messer in den Rücken. Und das war der Moment, wo ich dachte, ich möchte mit Victor eigentlich in meinem Leben nichts mehr zu tun haben. Hm. Aber natürlich war Victor auch in Sachen verwickelt, wo ich nicht ihm immer ausweichen konnte, weil er halt auch eben YouTuber war. Das heißt, wir hatten zum Beispiel so ein Smash-Turnier, wo er auch dabei war und ich auch. Und ich habe das Ganze überspielt. Ich habe mit ihm auch da gezockt. Ich war mit ihm nicht mehr close oder irgendwas, aber ich habe kein Drama gemacht. Ich habe es aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Ich habe kein Drama gemacht. Ich wollte einfach nur, dass alles harmonisch ist. So. Und dann ist Victor. Hatte Victor vor, nach Madeira zu ziehen. Und dann wurde es richtig harmonisch. Jetzt kommt was richtig krasses. Also Victor hat mich angeschrieben und mich halt gefragt, ob ich ihm halt irgendwie da mit irgendwas helfen kann, vermitteln von irgendwelchen Sachen. Und merkt er, dass er völlig überreagiert hat und komplett seine Macht missbraucht? Nee, der hat kein Gefühl mehr dafür. Der hat komplett sein Gefühl dafür verloren. Das merkt er nicht mehr. Der hat komplett das Gefühl für das Machtgefälle und den Machtmissbrauch, den er an den Tag legt, mit solchen Handlungen, mit solchen Statements, aber auch mit solchen Reaktionen, hat er komplett verloren. Wahrscheinlich. Und ich glaube, Isolation und zu viel Beweihräucherung aus dem Internet führt dazu, dass man einfach den Bezug zu seiner eigenen Reichweite und der Verantwortung und auch der Macht, die man halt hat, in gewissen Situationen, wenn es um Empathie zum Beispiel geht, verliert. So, weil er kennt die Reichweite und die Macht, die er damit hat. Die kennt er. Die hat er ja verwendet, um seine Ex-Freundin im Vorfeld unter Druck zu setzen. Er hat ihr ja gesagt, ne, dass er weiß, was sie für ein Statement bringen werden. Deswegen ist er ihr ja zuvor gekommen. Und ich glaube nicht, dass er erwartet hat, dass sie das Statement trotzdem hochlädt. Und ich glaube auch nicht, dass er erwartet hat, dass ein Vic ein Statement hochlädt. Und ich glaube auch nicht, dass er erwartet, dass in Zukunft noch mehr Statements kommen werden. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch so, dass ich mit Victor nichts zu tun haben wollte. Also wir hatten uns davor nochmal getroffen in so einer Villa, wo die ganzen YouTuber gechillt haben und im Urlaub da waren. Da hatten wir auch zusammen da gesessen und haben ganz normal geredet. Und wie gesagt, ich wollte da kein Drama. Ich war harmoniebedürftig, wollte einfach kein Drama. Aber ich habe mich halt nicht, ich wollte mich nicht anmerken lassen, dass ich ihm nicht mehr vertraue. So, ich wollte keinen Stress. Für mich ist so, ich muss jetzt mit ihm kein Beef haben. Aber ich vertraue ihm nicht als Mensch. Ich möchte auch mit ihm nichts zu tun haben. Mhm. Und deswegen darf niemand auf der Insel mit ihm zu tun haben. Und eigentlich sollte man ihn auch davon abhalten, auf die Insel zu ziehen. Ist er nach Madeira gezogen und hat mich gefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. So. Und obwohl er auch die Nummern von anderen Leuten hatte, die auf Madeira diese ganzen... Das ist das Witzige dahinter. Er hat auch immer noch nicht aufgezeigt, was Vic ihm persönlich angetan hat. Immer noch nichts gezeigt. Er hat nur zugegeben, dass er Vic gewrongt hat, so. Dass er das dafür nicht aufrichtig, dass er das nicht aufgearbeitet hat, sich dafür entschuldigt hat, so. Er hat effektiv Vics problematische Handhabe, die Vic ja auch selber eingeordnet hat, Vics problematische Handhabe in Bezug zu dieser Mara, hat er als Grund genommen, um mad auf Vic zu sein und so zu tun, als wäre Vic der gemeine Böse, der sein Leben in irgendeiner Weise annimmt. Was halt Quatsch ist, weil er selber ja auch sagt, die hatten zwar mal was so, aber die waren jetzt nicht, es war jetzt nicht so, dass Vic irgendwie, dass sie im Jahr zusammen waren und Vic stand jeden Tag vor deren Fenster und hat da reingeguckt so. So, Vic hat ja selber gesagt, er hat sich problematisch verhalten gegenüber Mara so, aber inwiefern rechtfertigt das, dass ein Unge so redet, als wäre Vic die Katze in der Thematik? Gar nicht. Hat er sich halt entschieden, mir zu schreiben, und in dem damaligen Fall habe ich es so ein bisschen als auch Provokation. Ja, ich habe es damals auch so gesehen, wie nach dem Motto eine Kontaktaufnahme vielleicht auch wieder ein bisschen, und ich war aber mit dem Thema durch. Ich wollte nicht mehr und ich wollte mich nicht nochmal verarschen lassen, und das ist jetzt die einzige Privatnachricht, die ich leak, und das ist überwiegend meine, weil es meine Antwort darauf war, das war meine finale Antwort auf Vics
Twitter-Nachricht damals und das war diese hier. Und da hat er, halt geschrieben, das Thema, ob du es glaubst oder nicht, also da war noch viel davor und da habe ich einfach nur geschrieben, viel Erfolg, aber dafür habe ich kein Verständnis. Wünsche dir weiterhin das Beste für dein Leben, aber ich möchte absolut nichts mehr mit dir zu tun haben, weder jetzt noch in Zukunft. So, ich habe ihm also klar gesagt, was ich von ihm halte, aber ich wünsche ihm nichts Schlechtes. So, ich möchte. Aber er hat ihm ja nichts Schlechtes gewünscht. Ich helfe dir zwar nicht und gehe nicht auf eine nett gemeint, auf eine Frage ein, so. Und, Digga, aber ich habe sein Leben leben, aber ich verstehe nicht, warum er nach diesem Hin und Her zu mir gekommen, also so zu mir gekommen ist mit dieser Nachricht. So. Das ist, weil ein Fick in einer WhatsApp-Gruppe über Unge hinter Unges Rücken geredet hat. Das ist für einen Unge ist das ein Hin und Her. Und jetzt hat Victor das so dargestellt, als ob ich ihn von, also ich war der Hauptaggressor, der ihn von Madeira runtergeekelt hat. Und wie er selber in seinem Video schon gesagt hat, Madeira, es leben hunderttausende Leute hier auf der Insel. Man kann sich aus dem Weg gehen, man muss sich hier nicht irgendwie runterekeln. Ich habe ihn nie gesehen, als er auf Madeira war. Also ich habe ihn nicht einmal gesehen. Also ihn, so. Ich bin aber nicht ganz unschuldig, weil ich habe natürlich meine negative Haltung ihm gegenüber auch anderen Kollegen mitgeteilt. Ach, ich dachte, er will nichts Böses. Weil ich auch nicht wollte, dass nochmal sowas passiert. Ich habe gesagt, hey, wenn irgendwas mit Victor geht, ich möchte mich da gerne raushalten. Ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Ich möchte da auch nicht irgendwie mich mit dem treffen. So. Also lügt Nia, der gesagt hat, dass er da sich schon unter Druck gesetzt gefühlt hat von Unge. Oder wie? Und dieser, also, Digga, er möchte ihm nichts Böses. Ey, er hat mit seinem Zweit-Account auf Twitter, hat er offen Vic beleidigt. Offen, regelmäßig gegen ihn geschossen. Offen. Aber er möchte ihm ja nichts Böses. Alles nur falsch verstanden. Ja, natürlich. Und das habe ich den anderen auch gesagt. Jetzt im Nachhinein wurde es dann so dargestellt, dass ich, also von manchen Leuten, dass ich, den Leuten gesagt habe, die dürfen mit Victor nichts machen. Nia war ja in Victors Video und hat auch gesagt, ja, ich hätte gesagt, du kannst ruhig was mit Victor machen, aber ich finde es halt nicht so cool. Und ja, das ist halt einfach genau das. Wenn jemand mich so behandelt hat und dann sage ich halt zu anderen Kollegen, jo, du kannst klar was machen, aber ich finde es halt nicht cool. So, und wer das schlimm findet, okay, dann findet das schlimm, aber das ist meine Meinung, da stehe ich auch hinter. Ich habe aber niemanden gesagt, ihr dürft auf keinen Fall irgendwas mit Victor machen. Nee. Ich habe aber trotzdem Leuten meine Erfahrung mit Victor geschildert. Mhm. Und ich war nicht der Einzige, sondern in dieser ganzen Gruppe von YouTubern, Streamern, whatever, haben fast alle eine negative Erfahrung, mindestens eine negative Erfahrung mit Victor gehabt. Und jetzt so darzustellen, als wäre ich der Hauptaggressor. Okay. Alles klar. Okay. Klingt irgendwie fast alle sowas kommt. Ja, wenn sie, alle. Ja, also Nia, ganz ehrlich, als ob der da irgendwie was falsch dargestellt hat oder sowas, auf aller keinsten, ey. Wir sind alle, Chan und so. Chan auch und so. Alle. Wenn er alle meint, dann meint er alle. Ich auch. Ich, Jasnero, KuchenTV, Alpha Kevin, Kaiser, alle einfach. Wirklich alle. Meine Schwester, meine Mutter, alle. Alle. Wir alle. Da kannst du jeden fragen, den Apple Red. Da kannst du jeden fragen. Und der, ja, es ist halt. Hat halt bei den Besten gelernt, ne? Also Nia selber. Ich auch. Im Video von Victor, du und auch. Ich war so der Hauptaggressor. Toni und Nia hatten damals einen Kanal zusammen mit Victor. Der hieß Bücherclub. Und dieser Kanal, also das könnt ihr alles nachgucken. Ihr werdet auch für Indizien finden und ihr werdet auch dafür Beweise finden. Dieser Kanal hieß Bücherclub und könnt ihr alles nachgucken. Los, ne? Informiert euch doch mal selber. Sucht euch eure Beweise zu den Aussagen, die ich hier tue. Könnt ihr alles nachgucken. Ich habe mir richtig viel Mühe mit meinem Statement gebracht. Ja. Das war Toni und Nias Existenz zu der Zeit. Also die beiden hatten mit Victor einen Kanal und das war ihre Existenz. Voll das Geheimnis der Bücherclub. Damals hat er nichts mit zu tun, das ist schon in Deutschland gewesen. Victor hatte Streit mit den beiden und hat den Kanal umbenannt zu weiß ich gar nicht. Ach, ich glaube, es war vorher Blavlog, dann war es Bücherclub und dann war es Vic.
glaube, nee, Vic ist Hauptkanal. Doch, ich glaube, Vic war es dann. Weil iBladi ist Hauptkanal. Es war früher Blavlog, dann war es Bücherclub, da hatten die es zu dritt gemacht und dann hat der. Also das war, ich kenne ja Vicks Sicht gar nicht. Weil ich wusste nicht, dass das Unge ein Statement machen würde. Das wusste ich nicht. Aber ich weiß von sehr vielen Sachen, die ein Unge sich zu Lasten kommen lassen hat. So. Ich weiß von zu vielen Dingen. Ich ja gar nicht geredet habe, aber das war die anderen YouTube. Beiden, die so über Victor vor mir geredet haben, die haben gesagt, jo, wir hatten einen Kanal zusammen und Victor hat uns aus dem Kanal rausgekickt und hat uns quasi auf die Straße gesetzt und wir haben dann eben zusammen den Kanal Turnier angefangen. Das war der Grund, warum Turnier überhaupt gestartet ist, so, weil Victor die beiden aus dem Kanal raushaben wollte. Nick hat sich dazu im Stream geäußert. Er war ein sehr guter Freund von Vic und hat die Story komplett erklärt und dass Unge da viel falsch erzählt. Ach, also gaslightet und lügt Unge an der Stelle? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Unge wirkt doch so seriös mit seinem zweiten Account, mit dem er anonym sich selber verteidigt gegenüber Leuten. Er wirkt doch so seriös und glaubwürdig. Warum sollte man ihm dann gar nicht glauben bei sowas? Also. Und deswegen haben die beiden auch keine positive Meinung damals gehabt, dass es sich jetzt wieder geändert hat. Ja, das ist halt, ja, weil woran liegt das bloß? Influencer Fähnchen im Wind sind und immer da hingehen, wo es gerade noch was zu holen gibt. Ach, das sind alles Heuchler. So nämlich. Alles Heuchler. Fähnchen im Wind nämlich, so nämlich. Die anderen alle, mit denen er früher gut war, surprise, surprise, sind alles eigentlich nur Heuchler. So nämlich. Muss man wissen. Außer die Leute, die sein Narrativ unterstützen. Das sind die wahren, die coolen, die richtigen, die echten. Lass ich auch denken, ne? Einzige Fahne im Wind ist Unge, ja. Und bei mir gibt's halt nichts mehr zu holen, weil ich halt auch nichts mehr mache. Und ich mit den meisten Leuten auch nicht mehr cool bin, weil ich mein eigenes Ding mache. Ich habe Freunde, die alle Offline-Leben haben und die auch jetzt in der Situation und dieser Phase zu mir halten. Und das können diese ganzen Influencer oder viele von diesen Influencern nicht ertragen. Mhm. So, jetzt fährt da gerade ein LKW vorbei. Mhm. Müssen wir ganz einen Moment warten. Ich weiß nicht, wie laut das im Handy ist. Loyalität ist Einbahnstraße, check. Ja. Die Influencer können das nicht ertragen, nämlich. Dass er jetzt ja gar nicht mehr... auch keine Hobbylos-Folge gekommen, weil Unge am Ende sagt, dass er seinen YouTube-Kollegen gehorcht hat, sich zu äußern, die auf seiner Seite sind. Es ist niemand auf seiner Seite. Es ist Real Talk, niemand auf seiner Seite. Das ist das Ding, es ist niemand auf seiner Seite. Sind die Offline-Freunde bei ihm angestellt? Ja. Okay. So. Also, ihr könnt es auch nachgucken. Es gab damals auch so Kissen zusammen bei Moodrush von Vic, Toni und Nia mit den Köpfen von den dreien. Die hatten damals, wie gesagt, diesen Bücherclub-Kanal. Die haben damals zusammen Videos gemacht, Merch zusammen gehabt und alles. Und Victor hat die damals rausgekickt. Und die haben mir erzählt, wie negativ das Ganze war und was für ein toxischer Mensch der ist und so. Und jetzt heißt es so, ich bin der Hauptaggressor. Dann gab es noch andere, die dort waren. Aber eigentlich, Vic ist ja... auch genau das Gleiche, ja? Über Victor erzählt haben. Mhm. Ich möchte jetzt keine weiteren Namen nennen. Blend das doch ein. Ich möchte niemanden in die Pfanne hauen. Das mit Toni und Nia habe ich nur... Ich möchte niemanden in die Pfanne hauen. Dieser Toni und Nia, das sind voll die Heuchler, voll die Fähnchen im Wind. Aber ich möchte hier niemanden in die Pfanne hauen. Wen willst du hier verarschen, Alter? Ich gesagt, weil Nia sich selber in dem Video zu Wort geäußert. Und das ist halt einfach mein Konter darauf. Aber zu den anderen Leuten, die sich dazu geäußert haben, möchte ich mich nicht zu Wort melden. Ich habe vielen Leuten davon erzählt, dass ich von Victor keine gute Meinung habe. Nia ist vertrauenswürdig, wenn er über Vic schlecht redet, aber über Unge nicht. Lord Escape cheered X100. Die Offline-Freunde sind extra nochmal zurückgekommen, um ihm zuzustimmen. So nämlich. Digga, ohne Witz, das kannst du alles keinem erzählen mehr. Ich kann das alles nicht mehr, Mann. Dann biegt sich das auch. John_Herzmut cheered X100. Unge ist so reich. Er hat Aktien von der einzigen Lackfabrik auf Madeira. Ja. Seine Dividende ist ein Jahresvorrat des Produkts, ja, feinster Premium-Lack. Und er stellt die sich regelmäßig rein, Alter. Regelmäßig. Du kannst dir das nicht ausdenken. Mir, dieser Doppelmoralische, dem kannst du gar nicht glauben. So, außer wenn er was sagt, was ich gut finde. Dann ist er glaubwürdig. Also... erstmal schön den Lack am Wecklugern, ne? Könnt ihr das nicht verstehen? Also könnt ihr, würdet ihr nicht auch selber, wenn ihr sowas erlebt hättet, auch
euren Freunden. Es ist wichtig, hier nochmal die Community mit einzubinden, so, ne? Muss man mitnehmen an der Stelle. Warnen oder eure Freunde erzählen, dass ihr keine gute Meinung von ihm habt. Ich hatte mit Victor auf Madeira nichts zu tun. Ja, ich habe mit Leuten gechillt, die alle eher anti-Vic waren. Und ich habe auch mit Leuten über Vic gelästert. Klar, in so einer Gruppe, wo man dann irgendwie mehrere Leute haben, da so einen gemeinsamen. Ach, krass. Jetzt müsste ja, dann wäre es ja völlig gerechtfertigt, wenn jetzt ein Vic eine ewige Vendetta gegen Unge fährt, so, weil der hat ja jetzt auch gegen ihn in der Gruppe gelästert. So, das ist ja. Also, wie kann man denn so toxisch sein? Nee. Also, das ist ja widerlich. Ohne Witz. Also, wie kann man denn so sein? Ohne Witz. Einfach hinter seinem. Einfach gelästert mit anderen. Also. Nee. Das geht ja nicht. Also. Eigentlich, ne, dieses ewige Hin und Her und so. Also. Gemeinsames Feindbild. Dann redet man auch schlecht. Und so habe ich auch gemacht. Möchte ich mich auch nicht von rausreden. Ich war auch nicht die heilige Maus so. Ich habe auch Scheiße gebaut. Er hat, wie gesagt, 10 Minuten jetzt darüber gesprochen, was die anderen alle böse und falsch machen. Und zwei Sätze verlauten lassen, was er ja irgendwo falsch gemacht hat. Aber ist da auch nicht spezifischer geworden. Und vor allen Dingen hat er die Dinge, die er als offensichtlich falsch wahrgenommen hat, auch dafür niemals sich entschuldigt. Wie gesagt, ich habe mich nicht korrekt verhalten. Und das möchte ich auch nicht abstreiten. Unge aber ist im Halbkrieg, mich da zu darzustellen, als wäre ich der Hauptaggressor gewesen, ist einfach nicht richtig. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch gewesen, der nicht pro Victor war damals, weil ich wollte mit ihm einfach nichts zu tun haben. Aber da war ich nicht alleine, sondern das waren so gut wie alle. Und ja, das ist einfach, das ist die Wahrheit und das ist wirklich Fakt. Die Wahrheit. So, kurz nur damit das auch mal das ist Fakt. So getan wird, ich hätte Victor von Madeira. Und auch diese Aussage, ich hätte irgendwelche Makler dazu beauftragt. Wurde nicht gesagt. Es wurde gesagt, Unge hätte die Möglichkeit, Makler beeinflussen zu können. Weil er die kennt. Es wurde nicht gesagt. Ihnen keine Wohnung zu geben, ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe in dieser Runde sicherlich mal so Scherze darüber gemacht. Wir haben auch sehr, sehr geschmacklose Scherze über viele Dinge gemacht. Und ich habe sicherlich das? Auch gesagt, das und das. Wir verhindern das, wir machen Straßenblockade und solche Dinge. Ah, okay, so er darf halt das. Redet, weißt du? Ja, was man halt so redet so. Außer wenn es gegen dich passiert, dann geht das gar nicht. Das ist voll die Doppel... Voll der Ver- das ist voll verletzend und so. Das geht ja dann gar nicht so, ne? Das ist ja voll schrecklich. Also, das geht ja gar nicht. Nee, voll gemein und eklig und so. Oh, ja, nee, also diese Doppel... Ah, oh, dieser gemeine, fiese, bösartige. Und man will ja eigentlich nur Harmonie. Aber natürlich haben wir nichts gemacht. Und Victor hatte eine Wohnung... sofort auf dieser Insel und hatte da auch dann eben gelebt. Aber ich habe mit ihm mich nicht getroffen, ich wollte mit ihm nichts tun haben, das habe ich ihm auch genau so mitgeteilt. Okay. Diese bösen Festländer. Festländer! So. Digga. Ja. Er hat das echt nicht geschnitten, ne? Ich glaube, es waren alle wichtigen Punkte. Falls ich irgendwas vergessen habe, ich versuche, wie gesagt, auf Instagram die Sachen dann nachzuholen. Es ist jetzt doch sehr lang geworden, fast 40 Minuten das Video, ist es uncut. Mhm. Und kurz. Ja, ich habe mir das jetzt mal von der Seele geredet, weil ich dargestellt werde wie das größte Monster und dabei bin ich nur ein kleines Monster. Nee, ich habe ja wirklich, ich habe halt auch mich nicht korrekt verhalten. Cringe! Wirklich manipulative Züge an den haben wir in den 36 Minuten mitbekommen. Das haben wir in den 36 Minuten mitbekommen. Aber... Wenn du sagst, du hast manipulative Züge so, dann tendieren die Leute, dir das sogar gar nicht mal so übel zu nehmen, weil du warnst sie ja vor. Oh. Ich habe in meiner damaligen Therapie drüber gesprochen. Mhm. Die abgebrochen hat. Ich habe auf jeden Fall manipulatives Verhalten an den Tag gelegt. Ja, ich habe gelogen, an den Tag. Ich habe gelästert. Ich war ein richtiges, dreckiges, kleines Arschloch. Und ich habe in der ganzen Zeit, seit damals, auf jeden Fall viel... dazugelernt, aber ich bin nicht perfekt und werde ich auch niemals sein. Ich werde weiterhin an mir arbeiten. Ich werde mein Leben leben, mein Offline-Leben. Und ich hoffe, dass ihr euch alle mal auch darüber im Klaren seid, dass diese ganze Sache, die online passiert und wo in einem Streit, wo zwei Leute vielleicht involviert sind oder eine Beziehung oder wo vielleicht drei Leute involviert sind, dass dann, wenn dann hunderte oder tausend Leute da reingehen, dass natürlich sowas eskaliert und hochkocht. Ne? So. Und ja. Das, ich glaube, ich habe alles erzählt. Ich glaube, ich habe alles gesagt.
Bino. Kleine Maus. Gib mir jetzt noch Hunde, komm. Aber ist die ganze Zeit am Graben. Aber der ist die ganze Zeit am Graben. Ist die ganze Zeit am Graben, an der Schrägen. Guck mal, er geht immer dahin und kriegt. Ja, genau, das ist wichtig fürs Statement. Ja, also ich muss sagen, das Tierquäler-Ding hat mich schon mit am meisten gestört. Also die ganzen Sachen von der Blali, es ist nicht so, dass mich das jetzt massiv stört oder so. Aber er hat trotzdem fast die Hälfte des Videos darüber gesprochen, Alter. Nach dem Statement weiß er gar nicht mehr, was die Vorwürfe waren. Ne? Er hat auch keine Sekunde darüber gesprochen, ne? Einfach keine... Digga. Ach ja, warte. Oh, eine Sache habe ich vergessen. Dieses Lurk-Girly-Thema. Yo, komplett peinlo. Ich habe einen zweiten Twitter-Account gemacht. Ja, aber unglaublich peinlich. Der ist Lurk-Girly. Ich habe... Der heißt so. Als so ein Thema damals war, wo ich keine Lust hatte, meinem Hauptaccount irgendwie zu schreiben, habe ich mich damals mit dem zweiten Account selbst verteidigt, also nach dem Motto als dritter Person, nach dem Motto, ey, Unge hat da schon recht oder so, übel peinlich, ja, ist giga cringe, nehme ich komplett auf meine Kappe, so, das stimmt zu 100%. Sorry, hab eine ernst gemeinte Frage, warum ist es direkt klar, dass Unge der Böse ist? Hier redet niemand von der Böse, aber bisher habe ich nicht so viel geschaut, ja, das liegt wahrscheinlich resultiert auch daraus deine Frage, aber bisher ist doch nur Aussage gegen Aussage. Ja, es ist Aussage gegen Aussage, nur bei der Aussage gegen Aussage, bei Aussage gegen Aussage steht aber noch, eine Person hat extrem viele Chatverläufe gezeigt, um ihre Aussagen zu untermauern. Die andere Person war, Bruder, vertrau mir und ich lüge extrem viel dabei und die und lass mich dabei die Banken, dass ich extrem viel lüge dabei. Plus, dass ich persönlich extrem viele andere Creator kenne, die ihre eigenen Stories über Unge haben, mit Unge haben und auch darüber sprechen werden in naher Zukunft. Denn es ist nämlich nicht so wie bei Anni. Es ist genauso wie bei Anni. Es gibt extrem viele Aussagen und es gibt Unge. John_Herzmutschiert_X100. Es sind mittlerweile mehr als 3 Aussagen gegen eine Aussage. Weitere sind incoming. Ja, genau das. Danke für die 100 Bits. Weitere sind incoming. Und mir gehen irgendwann die Finger aus, zu zählen, wie viele Menschen von Unge gehopst wurden, ungerecht behandelt wurden oder halt effektiv manipuliert wurden. Ähnlich wie bei Anni. Unge einfach männlicher Anni. Und da war auch so, ja, aber wieso dann? Es ist halt mehr als nur Beef zwischen ihm und seiner Ex-Freundin. Viel, viel, viel mehr. Prozent, also die ganzen Lurk-Girly-Sachen stimmen, mega peinlich, aber... Aber? Ja, die anderen machen es auch. Kann ich mit leben, stehe ich hinter. So. Ah, okay. Ich habe in diesem ganzen Video alles so gesagt, wie ich es erlebt habe und wie ich der Meinung bin, dass es die Wahrheit ist. Hm. Ich möchte niemandem seine Wahrheit irgendwie absprechen und ich möchte jetzt ja auch nicht, wie gesagt, irgendwelche weiteren privaten Chats oder so leaken, aber... Heißt, ja. Er hat keine Belege, keine Beweise für das, was er gesagt hat. Das ist ja der Unterschied gewesen zwischen ihm und seiner Ex-Freundin. Seine Ex-Freundin konnte halt das belegen mit Chatverläufen und all diese ganzen Sachen. Und er hat sich halt nicht mal mehr die Mühe gemacht, dieses Video zu schneiden. Geschweige denn, in die Kamera zu reden. Geschweige denn, in irgendeiner Weise Personen zu involvieren, die belastbare Aussagen tätigen, um sein Narrativ zu untermauern. Und allein an seinen eigenen Aussagen kann man ihn debunken. Weil er sich halt in seinen eigenen Aussagen widerspricht. Ich wollte einfach nur mich zu Wort melden, weil ich werde jetzt erstmal offline bleiben. Ich werde mich um das Therapiethema kümmern. Ich nehme das sehr ernst, weil ich bin nach wie vor nicht in der Position, dass ich irgendwie ja alles richtig mache und so. Und ich möchte auch, dass meine jetzige Beziehung einfach so, wie sie gerade ist, auch bleibt und funktioniert. Und ich bin super, super happy. Meine Freundin ist ein übelst krasser emotionaler Support, auch jetzt in dieser ganzen Phase, wo so viele Leute halt auch so viele Hassnachrichten schreiben und auch meine Freunde, mit denen ich chille, halten mir den Rücken und das weiß ich jetzt schätzen. In dieser Zeit erkennt man die Leute, die wirklich hinter dir stehen und ich habe auch vielen Influencer. Robina, ja, das ist der Anti-Annie-Effekt. Würde ich jetzt nicht unbedingt so als Anti-Annie-Effekt deklarieren, aber ja, jetzt fallen gerade die Masken, die sich also von Influencern, die seit Jahren in der Branche extremst schwierig wahrgenommen werden und ein wirklich schlechtes Standing haben, nachdem eine Person, es ist halt immer so. Das war damals bei MeToo ja genauso.
War ja damals genauso. So, als Harvey Weinstein öffentlich dann zum ersten Mal kritisiert wurde. Und es gab ja tausend andere Männer und andere Personen, die halt dann in der Kritik standen, weil sich mehr Leute getraut haben, weil es anscheinend gerade möglich ist, darüber zu sprechen. Und das war früher zum Beispiel überhaupt nicht so. Früher gab es keine Streaming-Community, die sich hier hingesetzt hat, so wie wir zum Beispiel darüber gesprochen haben, versucht haben nachzuvollziehen, ob das Sinn ergibt oder nicht so. Früher gab es keine Meinungsblogger, die das aufgearbeitet haben und berichtet haben. So. Früher war das so, oh, die haben Beef, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. So. Oder war das, klärt das privat oder sowas. Und gerade dieses Problem, was du als öffentliche Person hast, dass du deine Reichweite nutzen kannst, um Dinge halt einfach totzuschweigen, durch deine Reichweite, durch deine Macht, speist halt noch in dieses Nichts wird öffentlich gemacht mit rein. Du kannst es einfach durch deine Reichweite, durch deine Macht totschweigen lassen und durch diese neue Meinungsblogger-Szene, Streaming-Community, die ja auch viel, viel stärker ist. Reaction-Streaming gab es früher auch nicht so wirklich, so ist ja von Amerika hier rübergekommen. So, haben wir jetzt eine Sprechkultur entwickelt, wo halt Beef effektiv an der Tagesordnung steht. So, I know, kann man natürlich als Problem wahrnehmen, so, dass Konflikt andauernd als Unterhaltung abused wird. Aber in solchen Fällen, abhängig davon, wie der Konflikt aufgearbeitet wird, kann tatsächlich mal auch ein positives Outcome aus dieser Sache rausgezogen werden. So. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt auch in Zukunft noch mehr Enthüllungen in Bezug zu anderen Meinungsbloggern, nicht Meinungsbloggern, anderen großen Influencern bekommen werden. In fact, ich weiß das sogar auch, so dass es noch mehr Enthüllungen geben wird, weil die großen Unantastbaren mit der riesigen Reichweite und dem tollen, perfekten Image und der starken Community so, die sind halt nicht so unantastbar. Die sind halt nicht bessere Menschen oder halt Stars, sondern auch nur Menschen mit Fehlern, die sie aber halt durch ihre Reichweite und ihr Geld aktiv vertuschen können. Man redet halt untereinander, genau. Und jetzt, wo herausgefunden wurde, dass die Öffentlichkeit schon solidarisch sein kann, kann sich das teils so entwickeln, dass es eventuell noch ein paar mehr Leute öffnen werden. Haben wir noch schon gesehen? Nee, die muss ich mir noch angucken, aber wir haben das hier noch, Grüße an der Stelle, aber wir haben hier noch 3 Minuten und das tut mir so weh. Ich kann das alles nicht mehr. Kollegen, mit denen ich noch cool bin, gesagt, äußert euch dazu öffentlich nicht, sonst macht ihr euch selber nur zur Zielscheibe. Sehr viele Leute haben mir privat geschrieben. Kuss an alle von den Leuten. Und die Leute, die sofort auf den Zug aufspringen, es ist okay. Ich nehme es euch auch nicht übel, weil es ist aber sehr glaubwürdig gewesen. Und es ist auch vielleicht wie nach wie vor für Leute noch immer glaubwürdig, das ganze Thema. Aber nicht alles ist immer nur so, wie es eine Seite darstellt. Ihr kennt es selber, wenn ihr im Streit schon mal... Sagte die Person, die bevor das Statement kam, erstmal ein, ich habe hier gar nichts gemacht und diese gemeinen 3 random Personen, die keine Reichweite, keine Plattform und die niemand kannte, eine Hetzkampagne gegen mich machen, sagte die Person. Das ist nicht alles so, Bro. Oh. Ja, das wissen wir. Du warst die erste Person, die das Thema groß gemacht hat und nachdem kam deine Ex-Freundin und die klang irgendwie ein bisschen glaubwürdiger. Vor allem, weil sie auch Belege gezeigt hat. Und jetzt kommt er um die Ecke und sagt nach seiner Story, alles nicht so, wie das immer scheint. Ja, das ist richtig. Die letzten 3000 Jahre, die wir in dieser Reaction sind, hat das mir effektiv gezeigt, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Um Gottes Willen, es ist sogar noch schlimmer. Hattet oder irgendwie Auseinandersetzungen, der eine erzählt so, der andere erzählt so. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte. Oh ja. Und ja, ich habe viel Scheiße gebaut, ich bin kein Engel. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie jemand wie Unge, aber auch eine Anni es schaffen zu sagen, ich habe viel Scheiße gebaut und sich damit reflektiert gibt. So, ohne zu spezifizieren, welche Scheiße sie gebaut haben. Und dass sie das aufarbeiten wollen. Oder dass sie sich hinterfragt haben. Keiner spezifiziert da so, ja, ich hab was falsch gemacht. So, ja, was denn? Sprich doch mal darüber. Darum sollte es doch eigentlich in Statements gehen, dass man seine Fehler, für die man öffentlich kritisiert wird, nur für die, bitte, ne, einräumt. Und nicht, was die anderen falsch gemacht haben. Weil du brauchst ja kein Statement machen, kannst ja ein Hitpiece machen. Ich wird immer schlimmer. Versuchen an mir zu arbeiten. Ich werde mich um das Therapiethema bemühen und werde mich so lange aus dem Internet, zumindest bis Hauptvideos hier auf dem Kanal und allem zu dem Thema, werde ich mich, wie rede ich so, allem, das ist echt besoffen, werde ich mich auf jeden Fall aus dem Internet raushalten. Ich werde nichts im Internet tun, was mir jetzt Geld einbringt. Ich werde keine Placements machen, ich werde keine Videos machen oder so. Ich möchte mir aber trotzdem noch weiterhin die Freiheit lassen, mal auf Twitter was zu kommentieren oder auf Instagram und ohne, dass dann Leute schreiben, hey, ich dachte, du
Ich dachte, du bist in Rente. Ich dachte, du hörst auf. Blablabla. Ich werde weiterhin auch Sachen mal posten. Aus meinem Privatleben vielleicht oder auch zu bestimmten Themen. Aber ich werde nichts mehr im Internet machen, was irgendwie Geld einbringt. Und dahingehend könnt ihr euch auch sicher sein, dass ich keine Absichten habe, irgendwie meinen Ruf oder irgendwas zu retten oder zu verteidigen. Dieses ganze Online-Drama und das ganze Psychoterror und alles, was da passiert ist, das ist passiert, sobald ich Twitter öffne und Social Media. Aber wenn ich hier bin, in der richtigen Welt, kriege ich davon halt nichts mit. Und das ist sehr schön und ich glaube, das sollten sich auch viele Menschen mal ich check verhatten. Nicht. Also entweder ist es ihm komplett egal und das Drama schockt ihn gar nicht so und so, aber dann würde ich halt, also wenn, ich kann das völlig nachvollziehen, so, ne? Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich reich sein und auf einer Insel wohnen, so, fernab von dem allen, einen eigenen Bauernhof hätte, mit meiner Familie und sowas, so. Digga, ich würde doch kein Statement machen. Das wäre mir doch alles so egal. Ich werde so, komm, lass mich doch alle in Ruhe. Was wollt ihr komischen Namen im Internet? Die sind mir doch alle egal. Also, würde ich völlig verstehen. So, aber er macht halt ein 40-Minuten-Statement und am Ende sagt er, eigentlich ist mir das alles egal, das passiert ja nur im Internet und nicht mir. Also, ja, anscheinend ist es dir doch nicht egal genug, dass du hier auf spontane Welle ein 40-Minuten-Statement mir eine Frikadelle ins Ohr redest und mir dabei im Fiebertraum seinen Urgroßvater gibst. Ich habe so starke Schmerzen, ich krieg hier schon bald wieder Migräne, so toll. Also, so egal kann es ihm dann ja auch nicht sein, dass er eine halbe Bibel auf Twitter schreibt, dann hier ein 40-Minuten-Statement und ich habe gerade auch mal gehört, auf Twitter noch ein Statement zum Statement. So, auf MickeyTV angelehnt, so. Nehmen auch die Leute da draußen, die vielleicht nicht in der Öffentlichkeit stehen, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Probleme habt mit irgendwelchen Leuten, die euch online belästigen oder so, einfach mal, wenn es schlimm ist, das Ganze zur Anzeige bringen. Das werde ich übrigens auch tun bei Verleugnungen. Die Leute, die behaupten, dass Dinge, die so geschildert worden sind, passiert sind. Aha! Das werde ich natürlich auch zur Anzeige bringen, weil ich mir auch nicht solche Sachen gefallen lassen muss. Muss ich niemand. Und einfach mal das Internet ausmachen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Anzeige ist raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Anzeige kommt rein, Trey. Ich wünsche euch nur das beste Leben. Kuss geht raus. Drohung ist raus, so. Er macht den Apo Red. Ja, alle werden sie wegen Verleumdung angezeigt. Ich sehe das kommen. Links und rechts und links und rechts werden sie alle angezeigt, die Verleumder, diese bösen Hasser. Alarm! Und beim Abschiedsvideo. Ich werde mich jetzt erstmal aus dem ganzen Internet zurückziehen. Ich hatte gerade nochmal ein sehr intensives Gespräch und habe noch mal ein paar Sachen zu ergänzen zu dem ganzen Statement. Ah, okay. Also erstmal wünsche ich euch allen nur das Beste, alle, auch hier die Leute, die jetzt Hasskommentare schreiben. Ich wünsche euch das Beste. Ich nicht. For real. Ich wünsche euch das Beste für... Ich wünsche euch nicht das Beste. Ihr, die ihr Hasskommentare schreibt, rafft euch. Rafft euch. Leben. Und wie im Statement gesagt, habe ich viel Scheiße gebaut und dazu möchte ich noch zwei Sachen jetzt ergänzen. Erstmal an Viktor. Auch wenn ich nicht mit allem, was du so gesagt hast, einverstanden bin so und das alles so unterschreibe, sehe ich trotzdem einen Großteil der Fehler bei mir. Welche? Ja. Er hat in seinem Statement zu Viktor gefühlt eine halbe Stunde darüber geredet, was Viktor für ein Psycho ist und was der alles falsch gemacht hat in Bezug zu einer Frau, die er nicht ist. Und dass er stellvertretend dann wütend ist, ne, auf die Sachen, die Viktor gemacht haben soll bei der Frau, die er ja auch nicht ins Detail aufgezeigt hat, aber für sie hat er dann, die er beschützt hat, mit der er was hatte, aber auch nicht lange, und deswegen ist Viktor Psycho gewesen. Ja, da war der Anruf der PR-Beratung nicht da. Ah, jetzt ergibt das alles Sinn. Mal kurz den beratenden Hasen gehabt mit dem PR-Berater. So, hey, Bruder. Okay, dein Statement, deine 42 Minuten waren absoluter Fiebertraum. Du hast effektiv alles Pauschen in Brand gesetzt. Mach doch mal bitte 2-3 Minuten auf Ernst, auf Seriös, den Versöhnenden. Schön die Schadensbegrenzung. Weil ich einfach wirklich ein missgünstiger, gehässiger Mensch war. Und einfach viel Negativität auch in vieles reininterpretiert habe.
Und deswegen möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Ob du es annimmst oder nicht, ist es... Entschuldigt er sich auch bei der Katze, die er dafür verantwortlich gemacht hat, dass er sie schrecklich behandelt hat, weil sie... Er ist selber schuld, ne? Die Katze. Sie wurde ja im Vorfeld von der Person, dessen Suchtproblem er geleakt hat, ja auch sowieso schon traumatisiert. Und dementsprechend war die Katze ja sowieso schon so, was er vorher wusste. Und deswegen hat die Katze ja einen Schlag weggenommen. Muss man damit auch rechnen, dass das, ne? Das ist halt schuld. Anni kennt den Joke. Auch vollkommen deine Sache. Wenn du irgendwann mal Lust hast und wir uns zufällig privat sehen, dann gebe ich dir einen Burger oder eine Cola aus und wir können hoffentlich normal reden. Ich möchte wirklich sagen, es tut mir aufrichtig leid, weil es über Jahre lang so eine negative Scheiße war und wie gesagt, sehe ich den Großteil der Probleme da einfach bei mir. Welch hat gesagt, dass die Katze nie getreten wurde. Aber wer hat behauptet, dass die Katze getreten wurde? Wer hat denn behauptet, dass die Katze getreten wurde? Es ging auch darum, dass er rumschrie, die Katze damit traumatisiert hat, die Zufluchtmöglichkeiten der Katze verhindert hat und dass er Dinge nach der Katze geworfen hat. Und die Katze effektiv wie ein kleines Kind behandelt hat. Unger hat das gesagt. Ach, der hat einen Strohmann! Alter, hab ich gar nicht wahrgenommen. Also hat er einen Strohmann aufgebaut, um den dann zu die Banken? Frech. Auch hier an dieser Stelle nochmal an Rachel. Es tut mir auch leid für alles, was ich in der Beziehung getan habe und wie ich mich verhalten habe. Deswegen möchte ich mich ja auch aufrichtig entschuldigen. Ich war nicht korrekt. Ich war einfach nur ein Stück Scheiße und vieles, was Rachel... Der hat den Ex-Partner, da hat er dem also aufgesprochen, dass er ein Suchtproblem hat und dann gesagt, dass der die Katze getreten haben soll. Und deswegen war die Katze verstört. Ja. Und ja, wenn er hier so jetzt auch persönlich macht, so, dann würde ich sagen, nimm das Statement runter. Das Statement runter. Und lass das hier oben. Eigentlich wird das sein Ego nicht zulassen, kann ich mir vorstellen. Wie auch in ihrem Statement gesagt hat, habe ich ja auch schon eben in meinem dann gesagt, stimmt. Rachel ist ein liebevoller Mensch, auch wenn da nicht immer alles zu 100% die Wahrheit war, was da jetzt in den letzten Tagen gedroppt ist. Aber das ist klar, jeder hat auch eine andere Wahrnehmung. Aber dann ist ja nicht gelogen. Ich möchte trotzdem... Dann ist es ja nicht gelogen. Das ist nicht die Wahrheit, also. Ich meine, das ist ja das eine, etwas anders zu sehen als jemand anderes, als es erfunden zu haben. Einfach nur sagen. Wie komme ich jetzt zum zweiten Statement? Sehe ich auch einfach den Großteil der Probleme auf meiner Seite, weil ich einfach ein absolut, keine Ahnung, krankes Ego hatte. Hast. Und auch immer noch habe, ja, und jetzt an mir arbeiten werde. Ich verstehe nicht, warum das nicht sein Statement wäre. Ey, man kann, ich werde das nie begreifen. Man kann so viel wieder gut machen mit einer ordentlichen Einräumung von Fehlverhalten und einem ordentlich aufgearbeiteten Statement. Die parasoziale Beziehung von Unge ist gewaltig bei seinen Zuschauern. Hätte er sich einmal hingestellt, gesagt, ja, das habe ich gemacht, daran arbeite ich, das finde ich schrecklich und ich bereue es katastrophal und auch den zusammen, und auch das die Bezug mit hier, mit Vic und sowas, war alles schrecklich, das tut mir wirklich vom Herzen leid, Vic, es tut mir leid und was, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Ein umfassendes, ey, ich arbeite daran, es tut mir leid, wenn das ein erstes Statement gewesen wäre, so, dann würden wir hier wahrscheinlich nicht sitzen. Also wirklich, der hätte wahrscheinlich Vic auch kein Video gemacht. Und dann würden wahrscheinlich nicht in Zukunft noch Videos kommen. So, dann würden wir hier halt, wie gesagt, nicht sitzen. Ich verstehe das nicht. Beides ist taktisch klug, ist Kommunikationsstrategie. Erst Zweifel sehen und dann mega culpa. Jetzt löscht er alles. Ah. Ja, natürlich kann... Weil seine Superfans holt er natürlich mit seinem ersten Statement ab. So, die glauben ja sowieso alles, was er gemacht hat. So, das ist ja generell so, weil ist ja der große Unge und, ne, und den hier. So, ist ja klar. Aber es ist halt unehrlich. Und ich verstehe halt nicht,
warum man sich dann den Stress machen sollte. Also das begreife ich nicht. Vielen Dank für die Antwort. Bis an der Stelle, sorry, dass Stream-Element schon wieder am failen ist. Und mir deswegen auch die Zeit nehme und es tut mir einfach leid. Also es tut mir nicht nur für die beiden Menschen leid, es tut mir für jeden Menschen leid, dem ich einfach wehgetan habe und alle, die hier sich angesprochen fühlen, es tut mir leid, dass ich so war. Und ich wünsche euch wirklich allen das Beste. Und ich werde an mir arbeiten und... Weil er hat halt, in seinem letzten Statement hat er halt diesen mir und diesen Toni in die Pfanne gehauen. Er hat die Person, die er als Grund, warum er Beef mit Vic hatte, ne, diese Mara, die ja nicht Mara heißt, hat er einfach geleakt, den Klarnamen, und effektiv die Person, die er eigentlich beschützen wollte, sozusagen ins offene Messer geworfen, die sowieso schon gehatet wird und wegen dieser ganzen Thematik gar nicht im Internet sein möchte, so. Aber, ich meine, er will alles nur gut, nur alles Gute, so. Es ist halt, ich verstehe es alles nicht. Ja, ganz viel Liebe, Leute. Es tut mir leid. Hier sehe ich auch einfach den Großteil. Ja, weiß ich nicht, Junge. Weiß ich nicht. Also, hätte ich große Probleme noch mit Unge auszutragen, so, dann würde ich danach trotzdem noch ein Video machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das würde mich auf keinsten Fall in irgendeiner Weise davon abhalten. So. Er gibt sich hier irgendwie sehr einsichtig so, und das steht im kategorischen Widerspruch zu den 40 Minuten. Dementsprechend klingt für mich wie ein PR-Move, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Haben wir ja auch gerade schon von Tobias Hoch im Chat gesehen. So. Wirkt halt echt wie ein PR-Move. So. Also, weiß ich nicht. Bin ich nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Und Mumuji hat echt schon eine Zusammenfassung von Vicks Video? Auch von Unges Statement? Ja, auch schon von Unges Statement. Kannst du nicht ersenken. Er holt damit 95% ab. Senk mal. Warum sind Menschen so leicht zu beeinflussen?